zu Comedy Studio Berlin. Habt ihr Bock? Bitte begrüßt eure Moderatorin, Mega Amiri! Hallo und herzlich willkommen, Comedy Studio Berlin! Habt ihr Bock auf den heutigen Abend? Jawohl, das ist der Vibe. Wie geht's euch? Ich find's geil. Hier sind so die richtigen Allmanns, weil schon um 20 Uhr haben die angefangen zu klatschen. Wieso, wo ist die Moderatorin? Wir haben Geld bezahlt. Es ist 20 Uhr. Ne, so war das gewesen. 20 Uhr. Krass. Aber jetzt mit bisschen Verspätung. Ich bin Ausländer, also ein bisschen Verspätung darf sein, oder? Vor allem, das sind so einfach meine beste Freunde. Hier ist Sven, einer meiner besten Freunde. Mwah. Hallo! Ey, wie geht's euch? Ich bin so froh. Erstmal wirklich ein riesen Applaus für euch selbst, dass ihr heute Abend hier seid, in Berlin bei Comedy Studio. Für euch selbst, nee, gönnt euch den Applaus. Mann, in Berlin, weißt du, in Berlin kann man so viel machen. Ihr könnt hier feiern gehen, Berghain, Gangbang. Die hier vorne, die sind erstmal hier, gehen später, Bang, Gangbang, ich weiß auch. Nein, und ihr seid heute Abend hier bei Comedy Studio. Wer ist hier alles nicht aus Berlin? Oh, eine Person. Woher kommst du denn? Aber wie sie sich meldet. Woher kommst du, meine Liebe? Aus Göttingen. Aus Göttingen? Was machst du hier? Was? Urlaub in Berlin. Schön. Das machen die Göttinger. Urlaub in Berlin. Und alleine? Bist du alleine hier, Dame? Oder? Ach, schön. Ja, mega, dass du hier bist. Und wie kamst du auf die Show? Okay, zufälligerweise auf Insta. Ja, geil. Ach, wer ist der Komiker? Darf ich auch? Oder nee, noch nicht verraten. Ah, geil. Ja, und du bist dann extra aus Göttingen hier. Finde ich voll krass, Mann. Machst du Urlaub hier, Comedy? Und wie ist Urlaub in Berlin? Bisschen vercrackt, oder? Die so. Nee. Also besser als in Frankfurt. Besser als in Frankfurt. Schatz, ich habe einen Tipp für dich. Ausland. Oder? Ich kann nicht in Deutschland Urlaub machen. Eine Freundin von mir hat heute gesagt, dass sie in Saarland Urlaub gebucht hat. Das ist heftig, oder? In Saarland. Leben am Limit. Also wir machen das Leben heute schön für dich, liebe... Wie heißt du? Wie? Genau, wo sie gesprochen hat. Sie so krass laut gehustet. Gürbahat? Boah, du hast krass schwere Namen, Mann. Ich dachte, mein Name ist schlimm. Ich hab den... Ich bin jetzt wie dieser Deutsche, der immer sagt, du sprich mal, jetzt fühle ich mich wie die anderen, die... Bahar reicht auch, sehr gut, sag doch direkt Bahar. Warum machst du mein Leben schwer? Hallo, wer sind Sie denn? Bahar, ich komme später zu dir. Riesenapplaus für Bahar, tolle, tolle Frau. Heute in Berlin, lieben wir. Sie sind mir direkt aufgefallen. Sie sehen aus, als wären Sie so ein alter Chemielehrer von mir, der einfach gedacht hat, ich will was aus meinem Leben machen und ich ziehe nach Berlin und scheiße auf die ganzen Jugendlichen. Ja, nee, ich meine schon sie. Der so, ich oder er? Ich hoffe für dich, dass du ihn meinst. Nein. Der ist aus der Schwäbischen Alt und ist eigentlich Bauer. Aus Fronten? Zu viele, ja. Du bist zu Besuch hier, schön, aber habe ich fast falsch richtig gelegen mit... Ja, schön, und das ist der Matthias. Und du willst irgendwann mal sein wie Matthias, oder? Matthias ist schon mit Hoodie, der war auch früher aus den Alpen irgendwo. Jetzt ist er mit Hoodie, Hipsterbrille und eines Tages wirst du auch so wie er sein, oder? Arbeitslos. Nein, du hast einen Job, oder? Was ist dein Job, wenn ich fragen darf? Privatier? Sorry, du, da muss ich mal mein Oberteil aufmachen. Ey, aber ich finde es ganz schlimm. Hast du es in deinem Tinder-Profil stehen, Privatier? Ich habe einen gedatet, der hat wirklich exakt in seinem Profil Privatier stehen gehabt. Da weißt du, der Typ hat keine Persönlichkeit, oder? Aber gut, du hast Geld, sehr schön. Also ist jetzt nicht so, als würde ich auf reiche Männer stehen, die so direkt ihre Louis Vuitton-Tasche hochgehalten. Kannst du mir diese Tasche kaufen, Bro? Guck mal, der ist Privatier. Die ist, natürlich ist die echt, klar. Und, kaufst du? Sugar Daddy? Ja, ne? Der hat Gruppe verlassen, der ist Deutsch, also nö. Was ist, also nein. Ich kann die mir selbst leisten, Bro. Comedy Live.
geil. Ey, reiche Männer am Start. Wer ist noch am Start? Hier, wen kann man noch ansprechen? Kennt ihr diese Leute, die so... Ich habe einfach deine Tasche in der Hand gehabt. Wie seltsam, oder? Die gibt mir einfach einen Kuss. Du bist die Beste. Du bist Perserin auch. Ach, schön, Iranerinnen am Start. Riesenapplaus für meine iranische Freundinnen. Ach, schön. Sieht so toll aus, Schatz, wirklich. Kennst du mich schon? Wer kennt mich denn hier alle schon? Drei Personen, sehr gut. Der Privatier kannte mich schon. Vielleicht war das der vom Tinder. Warst du das vielleicht? Hast du extra Haare wachsen lassen? Und wie heißt ihr, wenn ich fragen darf? Mahsa und? Roja und Mahsa, zwei wunderschöne Namen. Schön, herzlich willkommen, herzlich willkommen. Und jetzt spreche ich die Dame hinter dir an, die extra nach unten guckt, weil sie überhaupt nicht angesprochen werden will. Und ihr Mann guckt so nach oben, weil er auch absolut nicht angesprochen werden will. Wie heißt du, wenn ich fragen darf? Ilka, schön. Alle so schöne Namen, ne? Wie heißt der Privatier eigentlich? Haben wir vergessen zu fragen. Max von Utof. Ach so. Die richtigen haben sich gemerkt. Die richtigen haben sich gemerkt? Oh, Matthias. Die wollen nur dein Geld, glaubt ihr nicht. Ey, richtig schön, dass ihr heute hier seid. Heute sind die besten Newcomer des Landes für euch. Wir haben wirklich keine Kosten. Okay, wir haben Kosten gescheut, aber wir haben keine... Mühen gescheut für euch heute, die besten Newcomer des Landes hier vorbeizubringen. Was machst du hier auf deinem Dings, auf deinem Handy? Was hast du geguckt, bitte sag. Deine Freundin hat dir geschrieben. Weiß sie, wo du bist oder hast du gelogen? Sie weiß, wo du bist, ja? Hast du gerade... Hast schon Story gepostet, sehr gut. Ist sie so ein bisschen Kontrollfreak, oder? Merkt man, ne? Direkt 20 Uhr während der Show, was machst du? Ich habe gesehen, dass da zwei Perserinnen sind mit Louis Vuitton-Tasche und ein Privatier. Die weiß schon. Die kriegt schon alles mit. Die ist am Start. Hier, der trinkt schon direkt Schluck Bier, der kann nicht mehr, der zittert am ganzen Körper. Bro, ich mach nur Spaß, sie ist da. Ja, ihr könnt ruhig wirklich klatschen. Nee, wenn eine klatscht, dann alle. Wir machen heute Stimmung Berlin. Ey. Geil, geil. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Coole Runde, sehr cooles Publikum und ich würde sagen, wir machen so ein Aufwärm-Applaus. Hallo? Bro, vertickst du? Ich schwöre, da ist fetteste Jacke an, Tasche, Bauchtasche, die guckt mich die ganze Zeit so an, als würde der mir was geben. Wie geht's? Du bist sauer, ich finde, das sagen die immer. Nein, aber du siehst, wie heißt du, wenn ich fragen darf? Ahmed, Maschine! Sehr gut, hier Ahmed Maschine. Du bist mein bester Freund heute, okay? Ahmed und ich, wir sind Bras. Ey, okay, wir machen jetzt die... ich rede zu viel heute, ich muss ein bisschen mich zurückhalten. Die letzten Tage zu wenig Mitteilung. Ich konnte mit niemandem reden, ich war alleine zu Hause. Egal, später, Männer. Ja, so schlimm. Ich musste sogar Fußball gucken. Wer hat WM geguckt dieses Jahr? Wenige. Also guck mal, aber ganz viele, wer hat nicht geguckt? Einmal klatschen. Nein, ich fand das, aber jeder soll da für sich entscheiden, weil war schon krass, oder? Das ist, aber wenn so ein Typ dann schreibt, ey, wollen wir WM-Finale zusammen gucken, dachte ich mir so, why not? Ich wusste nicht mal, dass das Spiel stattfindet. Riesenapplaus an alle Menschen dieser Welt, egal welche Hautfarbe, egal welche Nationalität, egal welche Sexualität. Egal, ob jeden Tag Grind am Blasen, egal. Liebe für alle, ja? Und ich würde sagen, wir teilen jetzt mal hier, wir machen jetzt richtige Aufwärmrunde, ja? Das ist Gruppe A und das ist Gruppe B und du, mein Freund Ahmed, bist Gruppe C. Ihr Lieben, wenn ich Gruppe A sage, rastet ihr komplett aus, die meiste Energie. Wirklich, so als wäre der Privatier euch Millionen geschenkt, ja? Ihr rastet komplett aus und Gruppe B muss das Ganze nochmal toppen und Gruppe C muss komplett eskalieren und euch toppen, ja? Gruppe A, wie ist die Lage heute in Berlin bei Comedy Studio? Gruppe B! Ahmed, Gruppe C! Oh! Würde ich sagen, seid ihr warm genug für den ersten Küsser des heutigen Abends. Der wird ab sofort, kennt ihr Nightwash? Präsentiert das ab sofort gemeinsam mit Luisa Charlotte Schulz. Er ist heute bei uns auf der Bühne. Bühne, aber das war iranisch. Der ist heute auf der Bühne. Und deswegen will ich, dass ihr komplett ausrastet, komplett eskaliert für den großartigen Ben Schafmeister.
Geil. Berlin, habt ihr Bock? Rastet nochmal einmal richtig aus. Seid ihr da? Ja. Geil. Ich freue mich riesig. Ihr habt richtig geile Laune. Das freut mich mega. Wo war der Privatier? Ich melde mich später bei dir, Bro. Ich sah schon aus wie einer. Das ist richtig geil. Also, ich genieße mein Leben. Ja, ich freue mich riesig, hier zu sein. Ich wohne in Köln. Danke. Und ich mag Köln ganz gern. Ich beschreibe mal Köln ganz gern mit so einer Situation, die mir passiert ist. Für alle, die Köln nicht kennen, dann lernt man Köln ganz gut kennen. Ich war habe lange Zeit Nebenjobs gemacht, auch bei Flink. Darf ich nicht, ne? Er arbeitet. Nein, für alle, die Flink nicht kennen, Flink ist eine App, bei der man sich so Sachen aus dem Supermarkt liefert, innerhalb von so 10 Minuten. Und das bringen euch dann so Studenten wie ich in dem Fall. Und da treffen Bestellungen ein, Freunde, das könnt ihr euch nicht ausdenken. Deswegen, meine Lieblingsbestellung hatte ich an meiner ersten Schicht. True Story, die ging bis 0 Uhr. Und um 23.30 Uhr kam eine Bestellung rein. Mit einem Schwangerschaftstest. Und Kippen. Und da wusste ich Köln, ich bin angekommen. Das ist meine Stadt. Ja. Was ich mache, ich sag's so, ich habe Tourette. Einmal klatschen, wer kennt Tourette? Oder Fotze reinrufen, eins mal. Ja, geil. Sehr gut. Für alle, die es nicht kennen, Tourette ist so eine Krankheit, wie gesagt, viele kennen das mit Beleidigung. Ich habe das aber gar nicht mit Beleidigung. Was viele gar nicht wissen ist, es gibt es auch mit so Zuckungen oder anderen Ticks. Ich habe so Ticks, ich zucke immer so zur einen oder anderen Seite und mir ist aufgefallen, es gibt auch Missverständnisse. Ich habe auch Assi-Freunde. Ein Kumpel von mir, immer wenn er so sieht, dass ich zucke, sagt er, Ben, da ist niemand. Der Typ nennt mich auch konsequent Ben Hindert. Also... Naja, Väter halt. Egal! Ich merke schon, das ist immer so eine angespannte Stimmung. Darf ich noch nicht klatschen, ne? Ihr dürft lachen, keine Sorge, ich gehe damit cool um. Und wie gesagt, ich finde das auch cool, wenn man lacht, weil sonst ist das Thema viel zu ernst für mich. Ich finde es schön, wenn man lacht. Ich finde auch, es gibt so Missverständnisse und ich glaube, das kann auch zu ganz schlimmen Sachen führen. Ich stelle mir das zum Beispiel so vor, wenn jetzt jemand mal aus so einer Klippe steht, und unten stehen so Leute und schreien in einer Menschengruppe, tu es nicht! Tu es nicht! Du hast dein ganzes Leben noch vor dir, tu es nicht! Und ihr seht so mich am Ende der Schlange so. Ihr seid warm, ist gut. Ich hab, wie gesagt, ich hab das nur mit so Zuckung und auf der Bühne ist mein Tourette komplett weg. Also nicht wundern, ich kann auch nicht erklären, woran das liegt. Auf der Bühne ist es komplett weg, aber abseits der Bühne gibt es immer noch Missverständnisse und das ist ein Problem. Letztens kam einer nach der Show auf mich zu und meinte so, Ben, das war ja ganz cool, aber die Nummer mit dem Tourette fand ich scheiße. Ich so, okay, wieso? Ich find's ehrlich gesagt ganz schön geschmacklos, sich über Behinderte lustig zu machen. Und ich war so, gut, ich hab's ja aber auch. Und dann hat er mich total entgeistert angeguckt und meinte, schäm dich. Und ist gegangen. Und mir ist aufgefallen, ich bin nicht behindert genug. Ich krieg nicht mal einen Behindertenparkplatz, nicht mal Galileo will mit mir eine Doku drehen. Das bringt mir gar nichts. Ich habe mich auch letztens, habe ich mich mal mit McFit angemeldet, weil ich gehört habe, gibt's Behindertenrabatt. Kein Scheiß, gibt's da wirklich? Kannst du hingehen? Ich habe meine Situation erklärt am Empfang und die Dame hat mich so wirklich so, True Story, hat mich angeguckt, hat den PC geguckt, hat mich wieder angeguckt und hat gesagt, es tut mir leid, Herr Schafmeister, aber Sie haben die falsche Behinderung. Und ich dachte mir so, ja, das wollen wir ja mal sehen. Naja. Ich habe mir aber letztens einen Behindertenausweis geholt. Eigentlich nur, damit alte Leute im Bus für mich aufstehen müssen. Ich weiß, Sie haben eine Hüftfraktur. Aber ich zappel halt. Tschüss. Ja, Tourette gibt Missverständnisse. Ich habe auch Schiss von meiner Hochzeit irgendwann. Also wirklich, dass die Trauung so 3 Stunden geht. Ja, die Leute nicht wissen, ob ich es ernst meine. Möchtest du sie heiraten? Ich glaube, da ist sie nicht sicher. Ich glaube, da ist sie nicht sicher. Es gibt Missverständnisse. Letztens auch wieder, weil ich hatte Sex. Und dafür nicht. Und sie auch. Und sie meinte mittendrin einfach so, oh ja, beleidige mich. Und ich war mental nicht da, Freunde. Nein, nicht Fotze. Das habe ich nicht gesagt. Was ist denn los, ey? Nein, das wäre ein komischer Fetisch, aber sie meinte danach einfach so zu mir, Ben, du siehst beim Sex immer so ein bisschen so aus, als wenn du dich permanent nach besseren Optionen umschaust. Immer. Was soll ich sagen, in dem Fall war es auch so. Haben wir Singles heute Abend hier? Nach dem Bit meldet sich niemand.
ein Typ hier vorne, Capital Bra. Schön, dass du da bist, hi. Geil. Du bist Single. Sorry, Bro, woran liegt's? Noch nicht die, hätte ich es auch gesagt. Noch nicht die richtige gefunden. Nein, verstehe ich. Bei mir ist es auch so, mir ist aufgefallen, ich bin mehr so ein Friendzone-Opfer. Du lachst schon. Fühlst du? Haben wir noch Friendzone-Opfer hier? Nein. Doch, sie. Hast du dich für ihre Freundin gemeldet oder selbst? Selbst schon, ja, scheiße. Bei mir ist es auch so, ich komme mehr so bei Müttern an, ist mir aufgefallen. Und scheiß Mütter von Freundinnen sagen über mich sowas wie der Ben. Das ist ein Netter. Wisst ihr, was nette Leute nicht haben? Sex, ja, danke. Ich wurde letztens auf Tinder gesperrt. Was? Zu nett, ja, nee. Nein, ich hatte einen relativ kontroversen Satz in meiner Bio stehen, aber dazu stehe ich und den möchte ich euch auch mit auf den Weg geben. Ich möchte, dass ihr den auch in die Welt tragt. Ihr müsst ein bisschen mit in meine Welt kommen, weil der ist wirklich kontrovers. Ich hatte in meiner Tinder-Bio stehen, Frauen, die zu einem Vino, sage ich Nino, sagen, sind Fotzen, weil eine, die hat den Vogel abgeschossen, die hatte drin stehen, zu einem Vino, sage ich Nino, zu einer Schoki-Oki. Hallo! Ey, was ist los mit den Leuten? Ich glaube, abschließend lässt sich sagen, so, wenn mein Liebesleben Porno wäre, dann wäre ich so der Ehemann, der zur Arbeit fährt. Keine Ahnung. Das ist auch so, meine Eltern verarschen mich damit auch durchgehend. Das ist immer so ein bisschen das Problem bei uns. Ich habe letztens, als ich noch zu Hause gewohnt habe, hatte mein bester Kumpel 18 Geburtstag und ich wollte ihm so eine Spaßbestellung machen. Hab bei Eis.de bestellt. Und zwar so ein Delay-Spray. Delay-Spray, für alle, die es nicht kennen, das ist so ein Spray. Damit betäubst du das und dann kannst du länger. Habe ich gehört. Und ich habe ihm, da gab es noch XXL-Kondome dazu. Also ich habe ihm Delay-Spray und XXL-Kondom bestellt. Und für die Kenner, die schon mal da bestellt haben, wissen, man kann das aus Diskretionsgründen, man muss nicht draufschreiben lassen, dass es von Eis.de ist, sondern man kann so, der Typ mit der Glatze nickt, ja. Geil, geil. Ich habe da mein Fotoalbum 24, ich habe das abgeschickt, dachte, gib ihm, so. Was ich vergessen hatte, war, dass das jetzt zu meiner Familie kommt, so, und was ich aber wusste, ist, wann es kommt, so. Und es hat geklingelt und ich wusste direkt, wir saßen so im Wohnzimmer und dann kam das Paket, ich bin schon so zur Tür, hab das geholt und meine Mutter sieht das so, sieht den Aufschrift und sagt, ach cool, guck mal, unser Fotoalbum, super, nimmt es so. Und dann stellt sich so im Wohnzimmer auf, packt vor allem das Delay-Spray und die XXL-Kondome aus. Ja, genau. Und das Einzige, was meiner Mutter einfällt, in der Situation zu sagen ist, wofür brauchst du XXL-Kondome? Und mein Vater von denen so, ah, die sind für mich, die sind. Meine Eltern sind komisch. Kennt ihr noch aus Facebook diese Du-Bist-Sätze-Zeit? Ja, Du-Bist-Sätze, du konntest immer so posten, Du-Bist-Sätze, dann haben deine Freunde drunter kommentiert, du bist super schön, du bist nicht scheiße, du nicht scheiße, Mann. Du bist scheiße, wie assi wäre das denn? Nein, du bist wunderschön, du bist toll, du bist klasse. Ich habe das einmal gemacht und dann nie wieder, weil meine Mutter drunter kommentiert hat, du bist adoptiert. Und mein Vater drunter kommentiert, ach echt? Meine Eltern machen sich immer so einen Spaß draus. Ich war einmal beim Urologen, das war jetzt schon, ist gar nicht so lange her. Und was ich vergessen hatte, dass meine Mutter zu Besuch war und ich habe diesen Termin vergessen. Also musste ich meine Mutter mitnehmen, habe sie danach zum Bahnhof gebracht. Sie war also mit beim Urologen, aber nur bei diesem Vorgespräch mit dem Arzt. Und dann stellt er immer so Fragen, Herr Schafmeister, Alter, Gewicht. Und dann hat er die Frage gestellt, würden Sie sagen, Sie haben ein aktives Sexleben? Und meine Mutter guckt in dem Moment vom Handy hoch und sagt, ha, schön wär's. Ohne Scheiß, ganz, ganz schlimm. Ich möchte noch eine Story erzählen, was für mich Humor ganz gut beschreibt. Es gab so eine Situation in der Schulzeit. Eine Mitschülerin von mir, die war relativ neu und die war neu im Jahrgang und wir haben dann so ein bisschen gequatscht das erste Mal und da kam raus, dass wir beide total gerne Musik machen. Und dann meinte sie, ach krass, ich mache auch total gerne Musik, ich habe total gerne auch früher mit meinem Bruder Musik gemacht. Und ich dachte so, ach krass, wieso jetzt nicht mehr, wieso gemacht? Und sie guckt mich so an und sagt, mein Bruder ist tot. Ja, so habe ich nicht reagiert, ich war so, oh, um Gottes Willen, scheiße, wusste ich nicht, entschuldige. Leute, ohne Scheiß, ich denke mir das nicht aus, sie guckt mich ganz trocken an und sagt, ja, da konnte eh nicht singen. Und das ist Humor, Freunde, ohne Scheiße. Und ich dachte so, krass, dass sie das so sagt, krass. Weil ich habe später im Musikunterricht rausgefunden, so sie auch nicht. Also, mein Name ist Ben Schafmeister und schönen Abend. Dankeschön. Riesenapplaus für den großartigen Ben Schafmeister.
Frankfurt jeden Monat bei Nightwash zu sehen. Geil. Wie geht's? Ich finde dich echt interessant mit dem Karo-Hemd, weil du siehst aus, als hättest du so krass MDNA genommen, oder? So. Der ist die ganze Zeit so am Schweben. Der Mann redet so und der macht seine Augen so ganz zart zu. Was hast du genommen, Bro? Zu viel meditiert? Yoga-Session gehabt heute? Sex? Was hast du? Er ist neu in Berlin. Er ist neu in Berlin. Daran liegt's. Ja, und warum bist du so glücklich? Ja, bist du immer. Wow, so krass, ey. Ich will dein Vibe. Schön, schön. Gib mal ein bisschen von dem, was du hast. Mal. Nur ein bisschen, Bro. Der geiert nur, der will nicht sagen. Nein, aber schön, dass du... Wie heißt du, wenn ich fragen darf? Simon, du bist so ein typischer Simon. Total in deiner Mitte. Aber du meditierst, oder? Nicht wirklich. Sven, Schatz, du kennst ihn. Die einzige Hete, die heute am... Ach, der ist Hete? Ich habe den einzigen Hater angebaggert. Sehr gut. Simon. Du weißt ja, ich stehe auf Simons. Wirklich, der letzte, den ich gedatet habe, hieß auch Simon. Aber der hat seinen Namen geändert und hat mich jetzt blockiert. Jetzt heißt der Max. Und ich habe keine Ahnung, wo der wohnt. Was? Der ist kein Privatier. Nee, leider nicht. Der war Student, hat mir nur Leitungswasser angeboten. Immer. Ich stehe auf diese armen Männer, wirklich. Sonst würde ich auf dich zurückkommen. Aber vorhin, als ich gefragt habe, wer mich kennt, hast du da dich gemeldet? Woher kennst du mich denn, wenn ich fragen darf? TikTok, wow, du bist auf TikTok unterwegs. Was machen Privatiere auf TikTok? Business-Videos sehen? Oder machst du Business-Video? So wirst du in 10 Schritten Privatier. Und kaufst niemandem eine Louis Vuitton-Tasche. Ja? Nein, egal, der will nicht reden mit mir. Matthias, ich weiß jetzt deinen Namen. Ey, schön, schön. Also, als Ben vorhin gesagt hat, zu Vino sage ich Nino, habe ich dich gesehen mit deinem Vino. Ja, hier. Wir haben hier, hast du es auch in deinem Profil stehen? Hier mit Vino am Start. Wer ist noch so Vino, no? Oh, sehr gut. Bist du Single, wenn ich fragen darf? Nein. Deswegen trinkt sie auch, weil sie gerade geflohen ist von ihm. Ach, schön, schön. Nice. Und wer ist hier alles Single? Einmal klatschen, bitte. Bro, wie traurig seid ihr? Wir brauchen mehr Stimmung. Wer ist alles Single? Sehr gut. Wer ist alles vergeben? Einmal klatschen, bitte. Warum klatschen einfach dieselben? Einfach dieselben klatschen? Okay. Was seid ihr? Offene Beziehung. Ich will auch. Darf ich mitmachen? Sehr gut. Ja, offene Beziehung, sehr gut. Sehr, sehr schön. Ich habe es einmal versucht, hat nicht geklappt mit Simon, aber vielleicht Simon und ich demnächst, oder? Könnt ja was gehen. Oh. Na, ich stehe wirklich auf deutsche Männer. Früher stand ich so auf komplettes Gegenteil. Ich stand so auf Ahmeds große Brüder. Das war so früher mein Typ, Mann. So krass breit gebaute Männer. Kennt ihr die Männer, die krass breit gebaut sind und in die Shisha-Bar gehen und wenn der Kellner fragt, was sie rauchen wollen, sagen, Traube, Minze? Das war so mein Typ, Mann. So Ahmeds großer Cousin, oh, ich hab's geliebt. Kennt ihr diese krass breit gebauten Männer, die selbst so einen E-Scooter mit einem tiefer gelegt fahren? Wie so AMG? Mua, hab ich geliebt. Und heute hat sich mein Typ total geändert. Ich stehe krass auf deutsche Männer. Ich stehe auf ihn. Na, ich stehe auf so deutsche Männer, die so deutsch sind mit North Face-Jacken. Oh mein Gott. Ich stehe auf so deutsche Männer, die selbst beim Joggen abends eine fette Taschenlampe auf den Kopf haben. Oh mein Gott, next level, Alman. Einer da? Guck mal, der ist aufgestanden und verlässt jetzt die Gruppe. Ich sehe dich, Bro. Und ich kriege dich. Der hat schon Taschenlampe angezogen und joggt weg. Krass, Mann. Ja, ich stehe wirklich auf deutsche Männer. Also Simon, du hast gute Chancen bei mir, falls ich dein Typ Frau bin. Der Sohn. Definitiv zu viel Temperament. Bei deutschen Männern ist so wirklich das so. Zum Beispiel mit meinen Kenneck-Freunden, ich konnte mich früher mit denen streiten, ne? Da gibt's richtig Action. So, Ahmeds Bruder, wer soll was los mit dir? Man redet nicht so mit mir als Frau. So die Männer, die ich heute date, so Simons, ich will ihn ein bisschen aufregen, so ein bisschen triggern. Bisschen. Und die Deutschen sind nur so, ach du Mensch. Das finde ich nicht in Ordnung. Nee. Ich habe wirklich einen Simon genannt, der meinte so, du, wenn du so sauer bist, das finde ich schon ganz geil. Nee, ist wie so ein Rollenspiel, finde ich gut. Einer da, du bist auch, hast du Taschenlampe auf Kopf?
Nein? Jemand, der mit Taschenlampe joggen geht abends? Kein einziger, traut euch. Es ist cool. Leute, aber du mit Bling-Bling-Kette bist auch krass, Mann, hier. Das ist ja eine geile Kette. Nice, du hast richtig Swag. Ihr habt beide Swag, du und deine Freundin. Schön auf, richtig. Ihr könnt, seid ihr so Influencer? Noch nicht. Noch nicht, aber ihr wollt, oder? Bald Durchbruch. Wie heißt ihr, wenn ich fragen darf? Wie? Norn? Norn und Mia. Das ist ein krasse Insta-Couple, wirklich. Ihr müsst es machen. Nice. Aber auch Almans, Deutsch, oder? Nein, okay. Heute richtig einmal klatschen, wo die Almans sind. Krass. Nice, Mann. Ich habe gedacht, ich kann ein bisschen Männer abchecken, aber geht nicht. Habt ihr Bock, ihr Lieben, auf die nächste Künstlerin, die auf die Bühne kommt? Wir brauchen richtig fette Stimmung. Sie ist eine Newcomerin. Es war ein großer Wunsch von mir, dass sie auch heute Abend hier ist. Eine gute Freundin von mir. Sehr, sehr coole Frau. Und wenn sie auf der Bühne ist, bitte gut zuhören. Einfach Spaß haben. Ruhig sein. Nicht dazwischen reden. Das ist immer ein bisschen unangenehm für viele Künstlerinnen, gerade Newcomer, die hier sind. Deswegen richtig schön zuhören. Mit der besten Stimmung, die Berlin zu bieten hat. Mach Riesenlärm für meine großartige Freundin, Eileen Inche. Hallo Berlin! Cool, freue mich hier zu sein. Bis eben war ich noch im Pullover, ne? Wundert euch nicht, aber ich habe gehört, hier sitzt ein Privatier. Hab mich direkt umgezogen. Wo bist du? Hi. Ah, stehst du auf Pullover? Ich gehe kurz wieder Backstage, kein Problem. Ja, schön. Ja, ihr habt gehört, ich komme aus Frankfurt. Ne? Ich habe mir den langen Weg heute nur für euch gemacht. Da freut ihr euch? Okay. Ich sehe so süße, lächelnde Freundinnen. Wer ist denn heute mit der besten Freundin da? Einmal klatschen. Ah. Gut, ich habe auch schon ein paar Männer gesehen, die geklatscht haben. Zählt auch dazu, kein Problem. Schön. Wer hat wen gezwungen? Du, sie? Ich erzähle euch jetzt mal ein paar Fakten über uns. Frauen mit Freundinnen. Wir haben nämlich alle diese eine Freundin, ne, der wir alles erzählen. Erzählt ihr euch auch alles? Ja. Oder? Genau. Alles, genau. Jedes Detail. Und die Sache ist aber, wir haben alle eins gemeinsam, wir Frauen. Wir haben alle ein Lieblingsthema. Männer. Nee, ihr Männer. Ja. Und da freut ihr euch, ne? Yay, endlich sind wir im Mittelpunkt. Ihr seid immer im Mittelpunkt, nur ihr wisst es nicht. 24 Stunden. Ja, und wir wollen wirklich jedes Detail wissen. Zum Beispiel, wie es beim ersten Date war. Die Freundin kommt, direkt Ausfragung, ne? Und, was hatte er an? Und, wie hat er gerochen? Und ganz wichtig für uns Feministinnen natürlich, hat er nach dem Essen bezahlt? Und wie groß war sein Herz? Das ist uns wichtig. Aber ich höre, hier sind einige Perverslinge unterwegs. Hm? Genau, und während wir Frauen über unser Lieblingsthema Männer reden, ne, wir haben so ein Gipfeltreffen. Und meistens ist es dann per FaceTime, während wir auf der Toilette sitzen beim Scheißen. Ja, während wir das tun, reden wir über euch. Ich wollte das Geheimnis endlich mal lüften. Und diese Gespräche nennen wir dann auch die Scheißgespräche. Aber wir Frauen, ne, wir wären auch die perfekte Mordkommission, muss ich euch sagen. Wir würden sogar Morde aufdecken, die wir selber begangen haben. Wir sind so richtige Detektive, ne? Wir finden alles heraus. Deswegen, nehmt euch in Acht. Der macht heute direkt Schluss mit Freundin. Ja, und Frau, Entschuldigung. Ah ja, jetzt sehe ich den Ring. Der ist aber nicht groß genug, was soll ich machen? Nein, Spaß. Ja, und wir haben noch eine Gabe. Wir können 24 Stunden lang diskutieren wegen zwei Buchstaben. Ja, wir haben seit 3 Monaten Kontakt. Und die ersten 2 Wochen hat er mir das Okay mit einem AY geschrieben. Dann ist er umgestiegen auf ein OK. Und jetzt seit 2 Wochen kommt nur noch ein K. Nur noch ein K. Liebe Männer, wenn ihr Frauen ein K schreibt,
auch noch ohne einen süßen Emoji dahinter, sie geht sich direkt erhängen. Ja, deswegen, nehmt euch in Acht. Aufpassen, aufpassen. Aber ein Thema belastet mich so momentan in meinem Leben, das will ich euch jetzt mitteilen. Meine Freundinnen, die haben alle schon Babys. Ich noch keine. Keine Sorge, ich mache euch kein Angebot heute. Mich belastet es aber nicht, dass ich keine habe, mich belastet es, dass die welche haben. Ja, also ich habe nichts gegen Babys, ich finde Kinder süß, aber seitdem ist einiges so schwer geworden mit meinen Mädels. Alles einfach. Und ich frage mich, was haben die sich eigentlich mit Anfang 20 gedacht? So, ich mache mal ein Baby, schmeiß mein Leben weg, bekomme Hängetitten. Spaß. Aber dafür doppelt Kindergeld. Aber mit, ja, bis 25, ne? Doppelt ist, hält gut. Aber die Sache ist, mit der Zeit haben die gemerkt, dass Muttersein der schwierigste Job auf der Welt ist. Haben wir Mütter da? Ja? Oder? Man arbeitet 24/7. Stimmt, oder? Das habe ich beobachtet bei meinen Freundinnen. Die haben nicht mal Zeit, um kurz zur Bank zu laufen und zu gucken, ob das Kindergeld da ist. Geschweige denn, haben die nicht mal Zeit, beide Beine fertig zu rasieren. Die laufen so ein Bein rasiert, ein Bein unrasiert rum, praktisch wie so ein halber Werwolf. Ich bin die Mutter. Im besten Fall, im schlimmsten Fall siehst du aus wie der Vater des Kindes. Ja. Und es ist auch seitdem sehr, sehr schwer, mit denen zu telefonieren. Ne? Letztens habe ich mit einer Freundin telefoniert und sie hat einen 4-jährigen Sohn. Wir haben geredet, wobei ich durfte 10 Minuten lang zuhören. Sie ging dran und das Telefonat lief dann so ab. Sie meinte so, hey Eileen, schön, dass du anrufst. Der kam spät an. Schön, dass du anrufst. Wir haben uns mega lang nicht gehört. Ulf Thomas Junior. Die Mama will jetzt in Ruhe telefonieren, okay? Ich brauche auch mal Me-Time. Hi Schatz, sorry, dieser Junge macht mich Ulf Thomas Junior. Lässt du das Messer liegen? Ja? 2 Meter Abstand, lass das Messer liegen. Ich will in Ruhe telefonieren. Bin wieder Ulf Thomas Junior. Das ist kein Spielzeug. Das gehört Mama. Oh, diese Vibratorfunktion hat er wieder angemacht. Du weißt, ich brauche das. Dein Papa arbeitet viel zu viel an falschen Stellen. Nach 10 Minuten höre ich dann nur noch so ein Tüt, Tüt, Tüt. Ich denke mir so, okay, bin ich mal aus Versehen aufgelegt. Ich rufe wieder an. Dann kommt, dies ist die E-Plus-Mailbox von Ulf Thomas Junior. Keine Chance, wirklich. Ja, es ist aber auch nicht so einfach, sich mit denen zu treffen. Letztens habe ich mich mit einer Freundin verabredet und sie hat ein Baby bekommen, ja, frisch. Und meistens trifft man sich dann mit denen morgens um 9 schon in einem Cafächen. Und dann habe ich sie von Weitem so angelaufen gesehen, ganz stolz mit ihrem Kinderwagen, passend zu ihrem Outfit. Und dann kam sie an und ich hatte sie lange nicht gesehen. Ich wollte sie umarmen, weil ich mich mega gefreut habe. Und das Erste, was sie zu mir gesagt hat, war, halt mal kurz mein Baby. Ich so, okay. Ich hatte nie vor, so ein hässliches Baby zu halten. Jetzt denkt jeder, das gehört mir. Halt aber auch erstmal so ein Baby, wie geht das? Wie soll das funktionieren? Wieso wackelt der Kopf überhaupt? Ich weiß nicht. Aber das Geile ist, ne, die meisten Mütter, die sagen dir schon, was zu tun ist, bevor die dir ihr Baby in die Hand drücken. Du musst den Kopf mit der rechten Hand halten, die Beine angewinkelt zur Brust, der Kopf muss über die Schulter zeigen, Arsch raus, stopp! Ich habe nicht Babynismus studiert. Wer soll sich das alles merken? Dafür braucht man wirklich eigentlich einen Führerschein, finde ich. Oder? Der macht so. Was war das für ein toter Klatscher? Klatsch mal richtig. Dankeschön. Danke. Ja, ist nicht so einfach mit Babys. Letztens habe ich mit einer anderen Freundin noch telefoniert. Sie hat auch einen kleinen Sohn, der ist 3 Jahre alt ist. Ne, der kleine Felix.
Sie ist aber alleinerziehend und getrennt von ihrem Mann. Und ich habe mich mega gefreut, also nicht, dass die getrennt sind, sondern weil sie zu mir gesagt hat, wenn wir uns treffen, wird mein Ex-Mann dann auf den Kleinen aufpassen. Nicht so, Jackpot, jetzt kann ich endlich mal in Ruhe meine Freundin mit meinem Problem voll labern. Ohne, dass ein Baby dazwischen schreit. Und einen Abend vor unserem Treffen sehe ich so, ruft sie an. Und ich so, okay, sie will bestimmt nur wissen, welches Café wir gehen. Ich gehe dran und sie sagt, ich muss dir leider absagen. Ich muss doch auf den Felix aufpassen, weil Fußball läuft. Und ich dann, okay. Eine Frage. Wen kennst du eigentlich länger? Felix oder mich? Ja, das war's von mir. Dankeschön. Riesenapplaus für die großartige Eileen Inche. Comedy Studio Berlin. Schön, schön. Wo ist dein Kumpel hin? Der holt sich zum vierten Mal was zum Trinken. Der hat Durst heute, ne? Hier. Schön, schön. Der diskutiert auch mit der, das geht um den Preis. Das muss ein gutes Bier sein. Ja, seht ihr, wie er diskutiert gerade. Also muss alles gerade passen, finde ich. Der ist, finde ich sehr schön. Egal. Ey, ihr Lieben, ich habe einen komischen Namen, oder? Habe ich nicht den schlimmsten Namen aller Zeiten? Die so, nein. Aber ich habe echt Probleme mit meinem Namen. Ich heiße Negah, N-E-G-A-H. Schlimmer Name, oder? Manche fragen mich dann so, ob das ein Künstlername ist. Wo ich mir denke, so welcher Mensch setzt sich hin und denkt sich, ich brauche erstmal einen Künstlernamen. Wie könnte ich mich nennen? Neger. Nee, ist super. Das Schlimmste war auch noch, als ich nach Deutschland gezogen bin. Ich bin 2005 nach Deutschland gezogen, aus dem Iran hergezogen. Ich kam auf eine Hauptschule. Ich kam dahin. Und viele fragen mich dann, warum seid ihr nach Deutschland geflohen? Da ist der Freund wieder. Viele fragen mich dann immer, ja, warum seid ihr nach Deutschland gezogen? Seid ihr Wirtschaftsflüchtlinge oder politische Flüchtlinge? Seid ihr aus Angst hier oder aus Hunger? Und wisst ihr, was meine Mutter immer antwortet? Meine Mutter sagt immer, wissen Sie? Wir fanden, dass uns Kopftücher nicht so gut stehen. Wir waren Fashion-Flüchtlinge. Ja, geht ruhig. Klatschen, ja. Nee, unsere Mütter haben alles in ihrem Leben aufgegeben, damit ihre Töchter in Freiheit aufwachsen können, damit die selbst entscheiden können, ob sie ein Kopftuch tragen möchten oder nicht. Und dafür haben die ihr gesamtes Leben aufgegeben. Ja, das ist verdient viel Respekt. Und meine Mutter hatte übertrieben mit Freiheit. Meine Mutter kam nach Deutschland. Ich weiß noch, wir waren im Flieger. Wir kamen raus. Meine Mutter direkt, Freiheit. Hat mir direkt einen Minirock angezogen. Crop Top angezogen, so eine Louis Vuitton-Tasche in die Hand gedrückt. Ich kam raus, ich setze einen Fuß raus. Ich so, oh mein Gott, mein erster Schritt in die Freiheit. Minus 90 Grad kalt. Ich so, Mama, ist ganz schön kalt hier. Die so, Schatz, ist doch perfekt, jetzt können wir ohne Kopftuch durch den Regen laufen. Und dann kam ich in die Schule, ich kam auf eine Hauptschule, ich habe kein Wort die Sprache verstanden. Ich habe kein Wort auf dieser Schule verstanden, aber wo sollte ich Türkisch können, Mann? Ich stell mich so hin, ich als einziges mit Schnurrbart in dieser Klasse, fetteste Schnurrbart, zusammengewachsene Augenbrauen, übermotiviert. Hallo, ich heiße Neger. Ja, ist meine persische Name Neger. Und meine rassistische Klassenlehrerin nur so, nee, also so weit würde ich persönlich nicht gehen. Nee, das würde ich so nicht unterschreiben. Und ich habe dann herausgefunden, was mein Name heißt. Bin zu meinem Papa, ich so, Papa, mein Name ist eine Beleidigung in Deutschland. Sein Schimpfwort, ist nicht schlimm. Und wisst ihr, was mein Vater sagt? Mein Papa, iranische Eltern, kennst du? Der so, Neger. Schatz. Was ist dein Problem? Dein Name wird geschrieben mit O. Oh, ist ja genauso, wie wenn du Adolf heißt, du dich zu Hause bei deinem Vater beschwerst und dein Vater so, ist das nicht schlimm, ist mit PH. Ihr Lieben, habt ihr Bock auf den nächsten Künstler? Ey, sie wird sich freuen, weil sie hat vorhin durch die Blume, die liebe Bahar hat durch die Blume gesagt, dass sie extra für ihn heute Abend da ist. Und deswegen ist einer meiner Lieblings-Newcomer. Ich bin sehr froh, dass er heute den weiten Weg aus Stuttgart hierher gefahren ist. Mach riesen Lärm für den großartigen Serdar Karibik! Ja.
Was geht ab, Berlin? Hey, einen wunderschönen guten Abend, Berlin. Euch geht's gut? Geil, Bruder, Fuß einfach hier, Wohnzimmer, du chillst auch. Gleich kommt Vogelkörner, einfach chillen. Alles gut, schön, schön. Leute, hey, ich bin seit einer Woche in Berlin, ich mache hier Urlaub. Ja, Mann! Dritter Tag, direkt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Ich schwör's euch, ich chill so am Alexanderplatz, ich lauf so und auf einmal, ich furz. Alter, dann geht da direkt so ein Aquarium kaputt. Hab ich mir gerade ausgedacht, aber gut, gell? Hey, haben wir Türken im Publikum? Wow, geil, schön. Immer auffällig, ja. Ich hatte neulich eine Show in Basel. Ja, hey, nimmt einen Podcast auf, alles gut. Alles klar bei euch? Hier spielt die Musik, yeah. Siehst gut aus, aber sei still. Hey, nein. Hey, Bro, ich hatte eine Show in der Schweiz neulich. Wirklich, in Basel. Und ich habe so in die Runde gefragt, genau wie heute auch. Ich so, hey, haben wir Türken im Publikum? Und einer sagt original, ja! Ja! Ohne Scheiß, ich habe mich erschrocken. Ich so, hey, Bro, ist alles in Ordnung bei dir? Und der sagt original, Wallah, ich dachte, wir sind mehr. Aber ich habe mich mit dem auch nach der Show unterhalten. Ich bin nicht nachtragend, so alles cool. Ich meine, er bleibt immer noch mein Vater, ja, Mann. Ja, ich komme ja aus Stuttgart. Haben wir Schwaben? Geizig geil, ja, super. Ey, Schwäbisch, du hast gezahlt. Ich bin aus Schwabeländle. Aus Ulm? Cool, Berz für dich. Auf jeden Fall. Nein, Ulm ist tatsächlich eine schöne Stadt. Ich habe gehört, irgendjemand ist extra wegen mir hier aus Göttingen. Du? Wow. Frage, die sich alle stellen. Warum? Schuldig dir Geld, sag ehrlich. Nicht mehr. Aber guck mal, ich hab dir schon ein paar Mal gesagt, das ist vorbei eigentlich, aber egal. Nein, hey, danke, dass du da bist. Schenk dir bitte einen riesen Applaus, dankeschön. Leute, ich komme aus Stuttgart. Ja, Mann, geizig geil, super, ja. Bei uns Türken sagt man Maschallah im Schwabeländle, also in Stuttgart sagen wir ganz großes Kino, ja. Das Ding ist, wir Schwaben sind geizig. Ich auch, wirklich. Aber mein Nachbar, der Jürgen, also der ist ultra geizig. Sowas habe ich noch nie gesehen. Der hat im jetzt habe ich den Gag verraten, fast. Der hat im Tresor Pfandflaschen. So. Hey, der Typ ist so geizig. Ich habe Work and Travel gemacht vor einigen Jahren. In Australien. Also Work, Arbeiten und Reisen. Work and Travel. Ich habe das dem erzählt. Der sagt, was ist das? Ich so, ja, Arbeiten und Reisen, die Welt entdecken. Kann man nicht nur Work machen. Gibt's kein Work and Work? Ich sag, ja, bring dich doch gleich um, wenn du Lust hast. Ja, jetzt ein trauriges Thema, also ist nicht alles immer nur zum Lachen, Freunde. Und zwar das erste Mal für mich nackt vor einer Frau. Das war nicht so schön, ey. Ja, Mann. Ja, Mann, ich habe mich ausgezogen und die hat einfach angefangen zu schreien. Ich bin ein kreativer, empathischer Typ, ich weiß, wie ich mit sowas umgehe. Ich habe einfach zurückgeschrien. Und das Ganze einfach mitten im Rewe. Dankeschön. Leute, ich verstehe sie alle. Guck mal, ich sehe nackt aus wie ein Friseurboden an einem Samstagnachmittag. Alter, ich dusche mit Rohfix. Ich esse halt auch gern so. Es ist keine gute Kombi, so übergewichtig behaart. Aber egal, es bin ich so. Ich esse gern. Guck mal, ich esse so gern, wenn ich mir bei Lieferando was zu essen bestelle, ich fahre dem entgegen. Alle, ihr lacht, aber neulich hat der Typ mir Trinkgeld gegeben. Er so, Alter, wo kamst du her? Ja, schneller als die Polizei erlaubt. 2 Euro, ja. Und er hat mich noch nach Hause gefahren. Also. Ja, ich bin über Corona arbeitslos geworden, wer noch? So.
Du auch, ja, nur du, wir blamieren uns. Was hast du gemacht? Singen. Singen? Okay, was machst du jetzt? Schweigen. Nein. Ja, Bro, ich auch so Künstlerbranche, bin arbeitslos geworden und dann habe ich aber gesagt, hey, ich lasse mich davon nicht beeinflussen, ich mache einfach was anderes und nebenher bin ich jetzt seitdem Erzieher im Kindergarten. Ja, Mann. Und Menschen sind oft überrascht, wenn ich das erzähle, gucken mich an und sagen, darfst du das? Ist das vom Staat aus genehmigt? Nee, ich frage nur für einen Freund, also ruhig. Leute, meine eigene Arbeitskollegen hat mich da so ein bisschen diskriminiert, muss ich ehrlich sagen. An meinem ersten Arbeitstag, ich war richtig motiviert. Ich gehe in die Kita, ich bin richtig so, ich stehe vor der Kita, erster Tag. Ich mache so die Tür auf, meine Kollegin redet so, ja, er sieht mich. Um Gottes Willen. Jesus, Maria. Und dann sagt die so, also wirklich, Sarah, als ich dich das erste Mal gesehen habe, du siehst aus wie einer, der auf der Baustelle arbeitet. Und da habe ich gesagt, ja, du bist doch auch Erzieherin. Dankeschön. Aber Kinder mögen mich schon immer. Ich habe immer so eine positive Aura. Habe ich eine positive Aura? Sag ja. Genau, ja. Und ich habe immer so eine positive Aura. So, ich komme in den Raum rein und die Kinder freuen sich. Ich schaue euch, die sehen mich, die sind direkt so, oh, Sarah, spiel mit uns. Sarah, Basti. Sarah. Putz mal mein Popo, bitte hier das Ding so. Und guck mal, Leute, ich mach das auch, weil das gehört dazu. Das ist ein ehrenwerter Beruf, weil Kinder sind unsere Zukunft. Aber, Leute, ich gebe denen Feedback. Also ich gebe den Kindern, ich habe neulich einem 4-Jährigen Feedback gegeben. Felix, Datenschutz, Meier. Ich so, hey Felix, guck mal, ich putz deinen Popo, aber du bist jetzt 4 Jahre alt. Andere Kinder in deinem Alter machen Nike-T-Shirts. Die Mutter stand einfach direkt daneben. Im Nike-T-Shirt. Alle, was willst du da noch sagen, außer Wallah, just do it. Yeah, super, yeah. Dankeschön. Aber ihr müsst euch vorstellen, wie ich mir ist aufgefallen in den... Der ist immer noch beim Aquarium, auf jeden Fall. Alles gut. Das ist eine Live-Aufzeichnung, beruhig dich. Guck mal. Meine erste, kack nicht rein, Alter. Nein, schön, dass du da bist. Guck mal, Leute, hört mir zu. Mir ist aufgefallen in den letzten Monaten, als ich gearbeitet habe in der Kita, dass wir in Deutschland auch ein Stück weit so Kinderarbeit fördern. Zum Beispiel bei uns gibt es ein Aufräumlied. Wenn wir wollen, dass die Kinder aufräumen, arbeiten. Alle, wenn das Lied kommt, die sind einfach im Schichtmodus. Hey, das Lied geht so, hier kommt das Aufräumlied. Na, wenn das Lied kommt, der albanische Junge steht einfach da im Blaumann. Mit Stahlkappenschuhe. Bohrmaschine in der Hand. Wo ist meine nächste Baustelle? Die deutschen Kinder sind ganz eigen. Dieses Lied erklingt, dit, Hannelore, erst wird gestempelt. So, jetzt. Um 12 Uhr ist Pause. So, die türkischen Kinder sind ganz anders. Dieses Lied kommt, krank. Alter, einer hat gekündigt. Mit 3 Jahren. Der guckt mich an. Ich geh, du Hure. Der geht einfach. So. Mit 3 Jahren. Alter. Aber Leute, ich muss auch ehrlich sein, ich bin so ein cooler Erzieher. Also ich bin keine Roswitha, die jetzt so Löwenzahn pflücken geht. Ich bin Serda. Ich habe meine Attitüde, ich habe meine Eigenschaften und die versuche ich mit einzubinden. So. Und das ist cool. Weil wenn ich mit 25 Kindern rausgehe, Alter, wir sehen aus wie eine Gang. Neulich sind wir rausgegangen, 25 Kinder hinter mir, wir laufen so. Migrantenkinder ganz vorne wegen Brusthaare so. Wir laufen so, wir haben keine Zigaretten oder so, wie die Waren ging's, wir haben Karottenstängel. Und dann auf einmal fährt so ein Mitte 60-jähriger Mann an uns vorbei, auf seinem Fahrrad, ohne zu klingeln. Alter, der hat fast einen überfahren. Und ich habe Verantwortung, ich habe dem hinterhergerufen, ich so, hey Kollege, fahr doch bitte vorsichtig, hier sind Kinder. Und das darfst du vor Kindern nicht machen, weil Kinder machen alles nach, was du machst. Auf einmal siehst du hinter mir 25 Kinder. Hey, Kollege!
Fahr mal langsam lang, hier sind Kinder. Und die zeigen einfach hinter sich, da steht niemand so. Und der albanische Junge springt noch raus und sagt, hast du eine Baustelle für mich? Okay. Und der Typ steigt von seinem Fahrrad ab, guckt mich an und sagt vor 25 Kindern zu mir, Halt's Maul. Ja, Mann, gell? Dann haben 25 Kinder so reagiert, wie ich es ihnen beigebracht habe, für Konfliktsituationen. Du siehst auf einmal 25 Kinder. Oha! Oha! Server! Der hat dich gefickt, Alter! Ich bin Vorbildfunktion, ich kann mich darauf nicht einlassen. Also habe ich den alten Herrn angeschaut, ich so, also, das gibt einen Elternbrief. Da rufe ich bei deiner Mama an. Und anstatt der seine Fresse hält und einfach geht, ich bin mit 25 Kindern, macht der weiter. Sagt einfach zu mir, ja, dann können Sie die Mama anrufen, aber die wird nicht antworten. Dann sagt Felix, warum? Dann sagt er, weil die ist tot. Dann sagt Felix, warum? Dann sagt er, ja, weil die war alt und dann ist die gestorben. Dann sagt Felix, ja, dann stirbst du ja auch bald. Hey, es war meine Zeit, es war ein wundervolles Publikum. Dankeschön! Riesenapplaus für den großartigen Cesar Karibik! Frisch aus Stuttgart angereist! Hat sich. Urlaub in Berlin hat sich gelohnt, hä? Die so, ja, sehr gut. Ihr seid noch gut drauf? Sehr gut. Ich erinnere mich, ich habe ja davon erzählt, dass ich nach Deutschland gezogen bin. Wer ist alles später nach Deutschland gezogen? Gibt es jemanden, der später nach Deutschland, Migranten? Ah, sehr gut, die Iranerin und die aus Göttingen, natürlich. Und Ahmed, klar. Ich, Bro, aber der meldet sich nicht, weil Hände sind in seiner Jacke drin. Ich weiß noch ganz genau, als wir nach Deutschland gezogen sind, meine Mutter, Eskalationsmodus, die kam in die Schule und wir haben so Sitten und Kultur, die wir gerne auch in Deutschland integrieren würden, ja? Zum Beispiel kann man in Iran Sachen Titel kaufen. Ist ganz einfach. In Deutschland geht das nicht. Bestechung, ne? Da so drückt, da schüttelst du den Kopf nicht gut. Und meine Mutter hat dasselbe Versuch auf der Hauptschule zu machen. Die ist auf dieser Hauptschule, schlimmste Schule ever. Geht sie hin und wollte einfach, geht zu der Schulrektorin und sagt, bitte schicken Sie meine Tochter in ihre beste Klasse, okay? In ihre beste Klasse. Und legt der Frau so 50 Euro hin. Die Lehrerin auf der Schule war so asozial, die hat es sogar genommen. Und meine Mutter hatte einen Traum, die wollte unbedingt ihren Freundinnen im Iran Bilder von mir schicken und sagen, meine Tochter ist so integriert. Und im Iran denkt man so, alle sind blond mit blauen Augen. Und die hat immer gesagt, Schatz, du musst deutsche Freunde haben, bitte. Eine deutsche Freundin, keiner wollte mit mir abhängen. Ich hatte zusammengewachsene Augenbrauen, Schnurrbart, war schwierig. Und ich habe eine deutsche Freundin gehabt, sie war mein Freilauf, Jessie. Die war so diese deutsche Frau mit Arschgeweih und Schlaghosen, kennt ihr die? Die so achtmal abgetrieben hat in der dritten Klasse schon. Das war Jessie. Und mit ihr durfte ich alles. Mit ihr durfte ich alles. Und wir waren echt auf dieser Hauptschule nicht die nettesten Kinder. Ne? Wir haben Gras geraucht in der Schulecke zusammen mit der Schulrektorin und ihre 50 Euro. Und wir standen da und meine Mutter und kam und hat uns erwischt. Ich so, scheiße, Jessie, bald darf ich mit dir auch nicht mehr abhängen. Und wisst ihr, was Jessie macht? Die guckt mich an. Die so, ich mach das. Die geht zu meiner Mutter und sagt, wissen Sie, Frau Amiri, zu der guten deutschen Kultur gehört es einfach mal, dass man einen schönen Joint raucht? Ihr Leben, seitdem ist meine Mutter Marihuana-abhängig. Ey, ich freue mich so sehr auf die zweite Hälfte mit euch. Ich weiß nicht, wie es euch geht. War in letzter Zeit jemanden feiern? Diese Frage in Berlin zu stellen, ist ein bisschen komisch, oder? Ich war feiern und es gab ja die Corona-Phase, ne, da wo ja alles so ein bisschen stillgelegt war. Ne, da war man ja nicht unterwegs. Und ich bin nach Corona feiern gegangen, in Köln, an der Aachener Straße. Und ich war so komplett verwirrt, warum alle so jung geworden sind. Alle so alt wie Ahmed. Alle so 12. Was war da los? Guck mal, ich will mit Männern flirten, Ahmed. Ich will mit Männern flirten. Und ich sehe nur, hallo, ich bin's, Caillou. Kennt ihr den Zeichentrickfilm? Ich will mit einem Mann flirten. Der sagt zu mir, du, ich würde dich gerne auf einen Drink einladen. Ich so, nimm direkt meine Brust, ich habe einen Milcheinschuss.
warum sind die so jung geworden? Da wollte so einen flotten Spruch rauslassen, der so, du, weißt eigentlich dein Freund, dass du hier bist? Ich so, weiß deine Mutter, dass du hier bist? Ich schwör's dir, hat nur noch gefehlt, dass er mich sieht. Alle sind so jung geworden, wirklich, kann man nicht mehr flirten mit den Männern hier. Und das Schlimmste war, ich dachte, das wird der Abend meines Lebens. Ich dachte, das wird der Abend meines Lebens. Meine Mädels und ich waren übermotiviert. Wir haben uns aufgestylt, extra kein BH angezogen. Ich so, das wird der Abend. Wir dachten, wir sind der Shit. Wir gehen raus aus dem Club raus, weil alle 12, wir gehen raus, wollen weiter flirten. Einer schreit aus dem Auto, ey, ihr geile Säue. Ich so, krass, wir werden angebaggert. Ich so, ey, das macht man aber nicht. Das nennt man Catcalling. Und dann sagt er so, ey, beruhig dich mal. Ich meinte nicht dich, ich meinte die da hinten, du alte Milf. Ich merke, wir werden älter. Der so, ja, stimmt, bist eine alte Milf. Die alte Milf klatscht. Sehr gut, Spaß. Riesenapplaus. Hat jemand schon Kinder? Du hast Kinder, oder? Wie viele Kinder hast du? Oh, auch. Die laut schreien. Wir hauen gerade ab von unseren Kindern, trinken 7 Wein. Die am besoffensten sind immer die Frauen mit Kindern. Ja, das ist der Abend deines Lebens. Wein wird hochgehalten. Scheiß auf Ehemann. Heute gehört der Abend uns, oder? Im Comedy Studio Berlin. Die Woo Girls. Sehr schön. Wie viele Kinder hast du? Viele. Ach, ein. Sehr gut. Und happy? Ja? Liebst du dein Kind? Die macht so, ich liebe mein Kind. Weg von mir. Ich liebe ihn. Wie, 2 Jahre alt. Och, süß. Da sind die noch echt sweet. Diese Horror. Ich liebe ihn, aber Horror. Wie alt ist dein Kind, wenn ich fragen darf? 21. Du bist... Die Liebe ist so groß. Du bist wirklich eine krasse Milf, Mann. Wow, 21. Also, Wahnsinn. Ich hätte gedacht, du bist so in meinem Alter. Die so, ich bin in deinem Alter. Ja, bist du auch. Ja, geil. Wie heißt du, wenn ich frage? Wie heißt du? Tina. Ein Applaus für Tina und die wundervollen Mütter, die heute Abend hier sind. Hier, der Privatier hat Auge auf dich geworfen. Hier. Der so, die Tina. Da ist das Kind schon erwachsen, da muss man nicht mehr investieren. Ne, ist schon aus dem Haus, ne? Findest du gut, der Privatier. Bist du ein Single oder noch mit dem Mann zusammen, wenn ich fragen darf? Oh. Ach, der ist dein Mann, der aus dem Allgäu. Scheiße, ich wollte ihn einfach mit seinem Bruder verkuppeln. Das machen wir Iraner gerne. Ich will auch meinen Großcousin heiraten. Ist ganz normaler Tagschwester, sorry. Aber der sah auch nicht abgeneigt aus, muss ich sagen. Oder nein, Spaß. Ich finde dein Mann aus Allgäu wirklich ein feiner Kerl. Ihr seid ein tolles Paar und ich hoffe, das Ganze hält zusammen. Ich finde es auch interessant, dass ihr getrennt sitzt. Dass da einfach eine andere Frau dazwischen ist. Nee, so finde ich, warum? So. Im Allgäu hat man 2 Frauen. Im Allgäu hat man 2 Frauen. Darf ich die dritte sein? Ich bin so verzweifelt, ich würde sogar deinen Mann nehmen, wirklich. Aus Sorry, der musste kurz sein. Es tut mir wirklich leid. Ihr seid ein tolles Paar, wirklich sehr gut. Allgäu, aber kommst du auch aus Allgäu? Ja, du musst die Wahrheit sagen. Ja. Aber ich finde es krass. Ihr seid auch zu Besuch hier. Nein. Du kommst aus Düsseldorf, dachte ich doch. Dieser Style kann nicht aus Allgäu sein. Wo hast du ihn abgeschleppt? Im Karneval abgeschleppt. Krass, Alter. Den hätte ich auch bei Karneval abgeschleppt. Der so erst mit Kostüm. Die so, scheiße, Mann, der sieht ja komplett anders aus. Der ist ja aus Allgäu. Ich dachte, das wäre ein Kostüm. Ey, danke. Ja, vielen Dank. Eine Klatsch, meine Mutter. Die Mama ganz stolz. Yeah. Toll, dass ihr hier seid. Ich würde sagen, ihr habt Bock auf den nächsten Künstler. Ich bin so froh, aus tiefstem Herzen froh, dass er hier ist. Er ist ein ganz feiner Kerl. Ich habe einer seiner ersten Auftritte gesehen. Der macht auch seit ein paar Monaten erst Comedy. Und ich war sofort in love, weil er einfach so cool ist. So ein großes Herz. Ganz viele Freunde von ihm sind auch heute hier. Wir haben gemeinsame Freunde. Auf jeden Fall, macht einen riesen Lärm für den großartigen Alex Wolf. Eskalation! Ja, ich bin's wirklich. Ihr habt mich bestimmt alle schon erkannt.
Ich habe vor kurzem bei einer schwulen Dating-Show mitgemacht. Kennt ihr Prince Charming? Nein. Zähl, du kennst, der Rest ist homophob. Dann guck mal, wer es nicht kennt, ihr wird letztes Mal gecancelt. Kamera drauf, erste Reihe. Mein großes Ziel bei der Show war Fame und Follower. Hat beides nicht geklappt. Das war richtig lame. Es gibt 21 Kandidaten, einen Prinz. Der Prinz arbeitet bei Lieferando. Total cooler Prinz. Es gab, anstatt Rosen hatten wir Fahrradhelme auf. Und ich habe irgendwie gemerkt, es läuft für mich nicht so gut. Ich dachte, ich werde mindestens eine Runde weiterkommen. Deswegen habe ich überlegt, was soll ich machen? Ich habe mich dann für Erpressung entschieden. Kurz vor der Show habe ich gesagt, dass ich morgen Geburtstag habe vor der Entscheidung. Ich war eine Folge weiter. Bei der zweiten Folge hatte ich dann Krebs. Bin mit so einem Rollstuhl reingerollt. Nein, ich war nur zwei Folgen dabei, sehr sad. Ich habe irgendwie gemerkt, dass es nicht so gut funktioniert hat für mich, als ich dann im Haus saß und ich geredet habe und die Kameras haben sich weggedreht von mir. Ich hatte so mega viel Privatsphäre auf einmal. Und als die Ausstrahlung dann war, hat Günther 50 alle Boys angeschrieben, außer mich. Versteht es nicht falsch, ich will nicht von so einem ekelhaften, perversen Mann belästigt werden, aber mich hat schon ein bisschen getroffen. Deswegen habe ich Günther mal angeschrieben, ne? Günther sitzt hier übrigens, hi. Günther hat mich geblockt. Ihr könnt gerne klatschen für Günther. Günther ist Privatier. auf jeden Fall hat er mich dann geblockt und nur pervers im Internet, sage ich euch. Und ich habe in dem Intro habe ich angegeben, dass ich Stand-Up-Comedian bin. Ich habe es ein bisschen übertrieben und jetzt muss die Lüge weiterleben. Jetzt stehe ich hier. Ich habe gar keinen Bock. Und ja, ich liebe Stand-Up-Comedy. In Stand-Up-Comedy kann man vor allem über wichtige Sachen sprechen, auch in diesen schweren Zeiten. Deswegen möchte ich gerne ein bisschen über mich sprechen. Ja, bin auch sehr wichtig. Vielen Dank. Ich erzähle einfach mal meine Probleme. Ich bin Hypochonder. Ich bilde mir jeden Scheiß ein. Und das Schlimmste ist, ich denke immer, ich stink krass nach Schweiß. Und wenn ich so einen Schweißanfall habe, gehe ich meistens auf so öffentliche Klos. Also, wenn ich nicht daheim bin, so ein bisschen random. Fahr erstmal zum Hauptbahnhof. Wenn ich schwitze, Mundgeruch, dann zum Ostkreuz. wenn ich auf jeden Fall merke, ich schwitze, dann gehe ich meistens auf Klos. Und dann finde ich diese Duftsticks. Kennt ihr diese Duftsticks? Nein. Ja, wenn nicht, ich muss auch weitermachen, sorry, ich habe nicht so viel Zeit. Hier sind so Duftsticks, die stehen in so einem Gefäß und die riechen halt, ne? Ich nehme mir die und haue mir die teilweise so krass unter die Achsel, bis es brennt. Ekelhaft, widerlich. Ist meine Zeit, ne? da nehme ich mir auch diese Raumsprays voll oft und spüre mich auch mit denen voll. Bei Belebungen ganz gern in die Unterhose. Und ich hatte letztens ein Date und da meint der Typ so, ey, du riechst so krass, so fruchtig, was ist das? Voll peinlich, meinte er halt so, ja, es ist Hugo Boss, aber Limited Edition. Und eigentlich war es so grüne Apfel vom WC frisch. Und meine Eltern haben auch diese Duftsticks daheim. Und meine Eltern sind so richtige Vorzeige-Almans. Super geschmacklos und ein bisschen rechts. Wenn du ins Bad reinkommst, das Motto ist Ostsee. Total toll. Der Vorhang ist auf jeden Fall so ein Dünenvorhang. Die Bilder sind so Leuchtturmbilder. Der Klositz ist so ein meereswelten-blauer Klositz. Auf dem Wasserkasten sind so Miniaturliegen. Sand ist aufgeschüttet. Im Sand so kleine Hakenkreuze verteilt. Wo ist die Kamera? Sorry, Mom, es war nur ein Joke. Mom cancelt mich sofort. Und auf dem Fensterbrett ist so ein digitaler Bilderrahmen. Kennt ihr den? So alle paar Sekunden ändert sich das Bild. Und meine Eltern fahren seit 15 Jahren denselben Urlaub. Deswegen könnt ihr euch vorstellen, sehr vielfältig diese Bilder. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Timelapse-Video. Und sie werden einfach nur älter. Man sieht die nur so. Und das siehst du dann beim Kacken dann quasi. Und meine Schwester und ich spielen immer das Spiel, wer verschenkt die hässlichste Deko?
Wir wollen es zu Hause so hässlich wie möglich machen, wenn sie es schon selber machen. Und ja, meine Schwester hat den letzten so einen riesen Windrad geschenkt, so eine Windmühle, so eine große. Und ich dachte mir, ich brauche irgendetwas Hässliches, was so ein bisschen toppt. Deswegen habe ich ein Foto von meiner Schwester aufgehängt. Ja, ich bin der Hübsche in der Familie. Ich nenne sie auch Beauty and the Brain. Und ja, ich habe auch nicht so gute Zeiten gehabt. Ich war vor kurzem arbeitslos. Und was macht man, wenn man arbeitslos ist? In Berlin, man fährt auf dem Yoga-Retreat. Dann war ich da in Sri Lanka. Und ich dachte halt so, da gibt es so buddhistische Mönche, die dann kommen. Und ich hatte quasi den Beyoncé der Mönche. Und ich dachte, er sagt zu mir so, ey, Alex, finde deine innere Mitte. Und er meint wirklich, hey, Alex, finde einen Job. Und du stinkst. Und was ich eigentlich ganz süß finde, was er mir auf dem Weg mitgegeben hat, er meinte so, hey, Alex, kenn deinen Wert. Ich habe es mal ausgerechnet. Liegt bei 12 Euro die Stunde. Mit Blasen 15. Und da... Ich mache gerne auch so Gruppenrabatte nach der Show. Und ja, ich habe davor einen Job gehabt, ich bin Social Media Manager und ich habe für Dr. Oetker Pizza gearbeitet. Super bereichernd der Job, ne? Ich hätte gedacht, dass ich so 14 Semester studiert habe und am Ende zu fragen, bist du Team Salami oder Schinken? Meine Erfahrungen bei Grindr hätten auch ausgereicht. Sehen wir auch nur Schwänze. Davor, ich habe mal als Model gearbeitet, look at me. Ich bin ja auch der Hübsche in der Familie. Und die Girls waren so ein bisschen neidisch auf meine langen Beine. Was echt krass, meine Beine sind, hier ist mein Becken, hört es auf. Ich bin nackt quasi nur Beine und Kopf. Ist auch richtig scheiße, weil mein Schwanz sieht immer kleiner neben aus. Und ich will einfach nur mal ganz sagen an alle, er ist nicht klar, meine Beine sind einfach nur zu lang. Deswegen knie ich mich auch immer hin, sieht er größer aus. Bei meinen Dickpics habe ich meistens so eine Barbie-Hand daneben. Oder so eine Tabasco-Flasche, so eine kleine. Aber es muss geschlossen sein, weil es brennt. Das war meine Zeit. Vielen Dank. Seit 3 Monaten Comedy und schon so eine Leistung, das ist krass, wirklich. Und die 20 Euro sind es wert, glaubt es mir. Ey, so schön, Riesenapplaus nochmal für den großartigen Alex Wolf. Und ich würde sagen, ihr seid heiß, ihr habt Bock. Und wir können direkt weitermachen mit der nächsten Künstlerin. Ich bin sehr froh, dass sie ist. Sie ist, was lachst du, was grinst du so dreckig? Was ist los? Das ist nix. Geil. Die nächste Künstlerin, die auf die Bühne kommt, ist sensationell. Ich bin froh, dass sie hier ist. Sie ist aus der Schweiz, also quasi auch Migrantin. Und ich bin sehr froh, dass sie heute hier ist. Sie ist den weiten Weg angereist. Sie ist eine sehr tolle Künstlerin. Sie hat in der Schweiz den Award für die beste Newcomerin gewonnen. Das ist schon mal ein Titel. Und ist heute Abend für uns hier in Berlin bei Comedy Studio. Mach riesen Lärm für die großartige Rina! Hi! Hi! Oh, ich muss sagen, ich bin ein bisschen nervös. Es ist mein erster Auftritt hier in Deutschland. Ja, ich hab keine Ahnung, was mich hier erwartet, was für Humor ihr habt. Ich meine, in der Schweiz kannst du ein ganzes Abendprogramm mit Inzest füllen. Und das ist voll okay. Deswegen. Okay, ich ändere kurz mein Programm, ich komme gleich. Ja, genau. Nein, ich bin jetzt etwa seit 3 Tagen in Berlin. Nicht schlecht, ziemlich assi. Ich weiß nicht. Ich mag wirklich die Fuck You Goethe-Vibes, die sind echt toll. So habe ich es mir vorgestellt. Nein, ich bin wirklich in Berlin angekommen. Ich habe direkt so Ausschau nach Elias Mbarek gehalten. Ich weiß nicht warum. Sido. Nein, ich finde einfach so, keine Ahnung, Berlin ist so das LA für Arme. Keine Ahnung. Spaß. Schweizer sind reich, Witz, check.
kann ich jetzt weitermachen. Super. Nein, es gibt einen Grund, dass mich Nega hier so mit Nurina angekündigt hat. Ich habe meinen Nachnamen, das ist in der Schweiz so. Aber es ist wirklich, nein, es ist wirklich ein Riesen. Du musst dir nicht den Mund zuhalten. Es ist okay. Ich bin schwarz, ich bin das gewöhnt. Nein, Spaß. Also, nee, auf jeden Fall, ich bin wirklich, das ist wirklich ein großes Problem. Ich heiße Rina mit Nachnamen Krishnaraya. Ich finde das gar nicht so schwierig, aber entweder gehörst du zu den Menschen, die einen solchen Namen haben, oder du hast halt keinen solchen Namen und kannst das nicht aussprechen, bist ein totales Arsch, aber egal. Auf jeden Fall, wirklich, in der Gastronomie finde ich das am schlimmsten. Dann rufe ich an, hey, gerne einen Tisch für vier, auf den Namen Rina, ich weiß, was kommt. Was? Nachname bitte? Und ich sage, ja, ich bemühe mich, die Spucke kommt raus, Krishnaraya. Und er so, was? Ich so, Rina Krishnaraya. Gut, einen Tisch für vier auf den Namen René Fischreier. Warum? Dann bin ich auch noch ein Mann, danke für gar nichts. Nein, nee, aber es ist wirklich, das ist einfach so, das ist ein, ach, ich glaube, in Deutschland ändert sich das auch nicht. Und nein, ich bin jetzt momentan, ich bin da 19, ich bin ausgezogen, das ist wirklich scheiße. Nein, ich habe mir das irgendwie viel besser vorgestellt. Ich habe jetzt angefangen zu studieren in Bern, das ist die Hauptstadt der Schweiz. Und wir sind wirklich, ich weiß nicht, ich stand so vor der Mensa an meinem ersten Schultag und ich habe so gewartet und ich stand dort ganz alleine. Leute, ich bin 19, ich stand dort ganz alleine. Ich finde, das ist noch nicht die Zeit, um alleine zu sein. Das kommt dann später mit 30 mit einer Katze, aber nicht mit 19. Ja. Trotzdem bin ich dann hingesessen und irgendwann kamen dann so zwei alte Damen, so dann, ich keine Ahnung, Doris und Elisabeth oder so. Und die fragten mich, ob da ein Platz frei ist. Ich so, ja klar. Und die so, ja gut, hol mir noch 5 Stühle. Ja, Buchclub Bern saß um mich herum an meinem ersten Unitag. Sehr angenehm. Und ich fand interessant, was sie da sprachen. Wirklich, wirklich, Doris erzählte von ihrem letzten Ausflug nach Indien. Sehr spannend. Und ich fand das so lustig, ich saß so schräg gegenüber von Doris und immer, wirklich, Doris war eine tolle Frau, wirklich. Sie hatte ihres I love Mumbai T-Shirt an, voll überzeugend, erzählte, wie schön das war, es gibt Elefanten dort, braune Menschen, wow. Und wirklich, sie sah mich die ganze Zeit im Augenwinkel so an und ich war die ganze Zeit so, Doris, warum schaust du mich an? Ich probiere dir so die Zeichen zu geben, so, Bro, ich war selber noch nie in Indien. Wie ist es dort? Erzähl mir mehr. Ja, der hat das nicht ganz gecheckt. Aber dann ist auch noch so diese Zeit, wenn man zu Hause ist. Dann, ich gehe nach Hause und dann ist wirklich Essen. Es gibt kein Essen. Niemand macht dir Essen. Das hat mir niemand gesagt. Ich ging nach Hause und es war wirklich nichts dort. Da musst du selber einkaufen und selber Essen machen. Und das selbstgemachte Essen auch noch selber essen. Ich weiß nicht. Es ist einfach so, wie kann ich das vergleichen? Das ist wie wenn du so dein Profilbild, du bist. Ich weiß nicht. Nicht, wenn man das so selbstgekochte Essen selber essen muss. Irgendwie findet man das Profilbild auch so ein bisschen, ist man stolz drauf, aber gleichzeitig auch angewidert. So, ja, etwa so. Und etwas habe ich vergessen. Ich muss sagen, ich musste mich noch kurz entschuldigen für meine Hose. Es ist so, ich weiß nicht, ich bin nicht ganz stolz auf das. Es ist von Only, das ist so eine Fast-Fashion-Branche. Ich stehe eigentlich nicht hinter so solchen Fashion-Brands, aber auf diese Hose habe ich Familienrabatt bekommen, ist nämlich made in Sri Lanka. Nein, ich finde, für 5 ist das echt coole Arbeit. Sebt, passt. Nein, ich finde wirklich, so in Europa steht man doch so auf feste Feiertage, so Weihnachten, Allerheiligen, Ostern. Und in Sri Lanka stehen wirklich so auf feste Arbeitstage, so Black Friday. Ja, genau. Ja, genau, wir waren dann alleine wohnen. Und ich finde, beim alleine wohnen ist neben dem Essen wirklich Wäsche machen. Wirklich so das allerletzte. Wäsche. Du machst Wäsche, du bist stolz auf dich, merkst, du hast selber noch Kleider an und du machst die ganze Zeit Wäsche und du machst Wäsche und du machst Wäsche und es hört nie auf. Und dann denkst du, soll ich vielleicht meine Kleider ausziehen, während ich Wäsche mache? Aber dann sieht mich jemand nackt, aber was, wenn alle nackt Wäsche machen? Ist das so? Weiß ich das einfach nicht? Haben sich so vielleicht meine Eltern kennengelernt? Ich weiß es nicht. Und
Es ist einfach so, kurz vorab noch, wenn ihr jemanden nach Hause bringt, dann springen eure Eltern in die Luft, weil sie so Freude haben. Wenn ich jemanden nach Hause bringe, springe ich in die Luft, weil ich dem Gurt von meinem Dad ausweichen muss. Deshalb habe ich in der folgenden Geschichte keinen Freund. Auf jeden Fall habe ich mir die Unterwäsche von meinem Freund ausgeliehen und es ist wirklich beim Wäschemachen, das Schlimmste ist, wenn die Unterwäsche fehlt, vor allem mit den High-Waist-Jeans, die direkt so in deine Seele reinschneiden. Und dann leihe ich mir Unterwäsche von meinem Freund aus und ich finde, die ist ziemlich nice, hat ein bisschen schönen Stauraum für Sachen, keine Ahnung, Nüsschen oder so. In der Schweiz lachen die auch über den. Ja. Schön. Auf jeden Fall, eben leih ich mir Unterwäsche von meinem Freund aus und letztens hatte ich so meine Tage und dann, keine Ahnung, verrutschter Cup, keine Ahnung, Binde, Tampo, verrutscht irgendwas und ja, das passiert, Leute, und dann ist da ein bisschen Blut auf der Unterwäsche. Hey, kein Problem, tust es einfach in seine Wäsche. Und dann habe ich das in seine Wäsche getan, kein Problem, saßen wir danach beim Abendessen und er war so ganz bleich im Gesicht und war so, hey Schatz, was ist denn los? Der so, ja, mir geht's nicht gut. Der so, hä, warum denn? Ist was passiert? Und der so, ja, ich habe Blut in meiner Unterwäsche. Und ich so, hä, was? Und der so, ja, ich gehe auf die Toilette, da ist nichts. Ich schaue in meine Wäsche, da ist überall Blut. Ich weiß nicht, was los ist. Und der so, oh nein. Und der so, ja, ich gehe morgen zum Arzt, ich habe einen Termin abgemacht. Ich so, ah, soll ich mitkommen? Ja, ich finde, an dem Punkt ist es einfach zu spät. Ich meine, wir haben eine Krankenversicherung, keine Ahnung, scheiß drauf. Oh Gott. Nein, das ist wirklich so etwas. Ich finde auch vor allem beim Wäschemachen, ich meine, wir haben so eine Liste. Ich wohne in so einem riesigen Gebäude und das ist eine Liste und man kann sich so eintragen zum Wäschemachen. Eine Stunde, zwei Stunden. Bro, es gibt Leute, die sich einen ganzen Tag fürs Wäschemachen eintragen. Den ganzen Tag. Warum? Es sind ganze 4,5 Zimmerwohnungen. Also wenn da nicht ein ganzer tamilischer Stamm dort drin wohnt, dann braucht niemand einen ganzen Tag für seine Wäsche. Wirklich. Ich habe mich so fest aufgeregt, dass ich mich einfach selber einen ganzen Tag, oder sogar, ja, einen ganzen Tag habe ich mich eingeschrieben und jetzt bin ich hier. Payback time. Oh Gott. Nein, ich finde auch so ein random Moment ist, wenn man alleine wohnt, wenn der Elektriker kommt. Was macht man dann? Behandelt man den wie seinen Bruder? Ich weiß es nicht. Ich meine, der ist gekommen, hat irgendwas an dieser Steckdose gemacht und ich weiß nicht, stehe ich bei ihm, gehe ich weg, stehe ich bei ihm. Einerseits will ich nicht bei ihm stehen, weil ich ihm nicht das Gefühl geben will, dass ich ihm nicht vertraue. Andererseits will ich auch nicht weggehen, weil ich ihm nicht vertraue. Wirklich, es ist so ein bisschen so, soll ich hingehen und was soll ich machen? Und irgendwann habe ich so random Gespräche angefangen, wie so, ja, hey, willst du einen Kaffee? Hast du gesehen? Hey, Deutschland ist raus, haha. Er so eiskalt, ich bin Italiener. So, oh, sorry. Ich hab kaum selber die WM gesehen, ich habe keine Ahnung, von was ich geredet habe. Irgendwann wurde ich so nervös, ich habe angefangen zu husten und hab ihm gesagt, ja, ich schaue nach meinem Corona-Test. Warum habe ich das gesagt? Warum? Oh Gott, nach so einer halben Stunde bin ich so zurückgekommen und der war so weg mit dem Laptop. Ich wusste es. Aber ja, zum Glück war das Zimmer von meiner Mitbewohnerin. War nie mein Zimmer. Ich heiße Rina und danke vielmals für eure Aufmerksamkeit. Riesenapplaus für die großartige Rina! Wie geht's? Wie steht's? Die Ecke hier wird auch immer voller. Seid ihr neu dazu gekommen, oder? Habt ihr die ganze Zeit da gesessen? Nein. Krass, ihr habt gewechselt. Warum? Sehr unbequem dort. Einfach so ganz normale Schule. Sehr unbequem. Auf was sitzt du normalerweise? Achso, okay. Ja. Ach, schön. Aber ihr seid glücklich da auf der Couch. Ohne Getränk. Oh, wollt ihr ein Getränk? Ein Getränk geht auf mich, okay, weil ihr da so sympathisch sitzt. Ja. Was wollt ihr trinken? Weißwein. Oha, die antwortet einfach. Schwester, beruhig dich, du kriegst eine Weißweinschorle, aber das teuerste auf der Karte direkt. Okay, eine Weißweinschorle auf meinen Nacken. Zwei direkt.
Ach, die beste Freundin hat hier bezahlt. Die 5 Euro Eintritt holen wir direkt wieder rein. 15 Euro, sehr gut. 15 holen wir rein. 2 Weißweinschollen auf meinen Nacken. Jawohl, die Woo-Girls. Sehr gut. Was wollt ihr trinken? Was? Cola süß. Ich habe noch nie so was Trauriges. Cola. Kein Wunder, warum du dich da hingesetzt hast. Da war zu viel Action, ne? Da war zu viel Alkohol-Vibe für dich. Und was trinkst du, meine Liebe? Dasselbe. Warum seid ihr so süß, bitte? Ey, ihr seht auch aus wie Geschwister. Was für ein süßes Paar. Seid ihr zusammen oder seid ihr wirklich Geschwister? Ihr seid zusammen, die so nah. Herb. Wie lange seid ihr zusammen, wenn ich fragen darf? Oha, 4 Monate. Was mit diesen 4 Monate? Was ist los bei euch hier in Berlin alle 4 Monate? Krass, voll hübsch, ne? Dieses, sehr, das ist die Weinschorle, der ist nicht so hübsch. Spaß. Nein, der ist wirklich, ich mach Spaß. Ich bin Comedian, du bist ein wunderschöner Mann. Aber deine Frau ist muah, wunderschön, tolles Paar. Ihr seid wirklich sehr hübsch, beide. Wirklich. Tolles Paar. Ich liebe dein Vibe. Was bist du für ein Sternzeichen, wenn ich fragen darf? Steinbock, kein Wunder, Steinbock, immer. Ja, oh, Weinschorle, guck mal. Hier, Weinschorle auf dem Nacken. Oh, die ist voll traurig, diese Scheiße. Ich muss doch meinen Mann schön saufen. Warum kriegst du... Du brauchst... Ich brauche... Ich merke, in Berlin darf man sowas mit Ausgeben nicht machen, weißt du? In Berlin ist schlimm, jetzt muss ich jeden einen ausgeben, so. Sehr gut. Der da hinten ist auch ganz neues hier rum mit der Glatze und der Arme zusammen. Oh, wie geht's, Bruder? Verstehst du Deutsch? Sehr gut. Wie rassistisch ich bin, dass ich davon ausgehe, dass er kein Deutsch spricht. So. Ey, wie heißt du, wenn ich fragen darf? Philipp, sehr gut. Bist du alleine hier oder mit deinem Kumpel? Oh, die ganze Truppe hier. Aber ich habe noch nie so viele unterschiedliche Menschen in einer Reihe gesehen. Also wirklich für allen was dabei. Dein Großvater, sein Sohn, ihre Großtante, dein Freund und du selbst. In welcher Konstellation seid ihr hier, wenn ich fragen darf? Ich finde es eine... Er ist mein Nachbar, da ist sein Vater. Da fand ich meine Version besser, Bro. Oder lass meine Version mal interessanter. Und nochmal, Entschuldigung, jetzt habe ich reingeredet. Nachbar, sein Vater. Hä, aber der Vater kann doch nicht jünger sein als er. Du bist der Vater von den Nachbarn. Leute, ich verkack gerade komplett. Seht ihr das, wie ich hier so Grund und Boden? Gar nicht. Gar nicht. Also, Nachbar, sein... Nee. Ich bin der alte Mann. Du bist der alte Mann. Siehst aber sehr jung aus wie dein Alter. Ich würde dich auf 75 schätzen. Alles gut. Wie alt bist du? Ja, und du bist der Sohn. Und die Dame daneben ist? Du bist die Schwester. Von ihm. Sehr gut. Und ihr kennt euch woher? Ach, und du hast, aber wie krasses Verhältnis hast du mit deinen Nachbarn, ne? Alter, wenn ich meine Nachbarn sehe, das Einzige, was ich mache, abhauen, dass sie mich im Aufzug nicht sehen. Geschweige denn mit denen auf einer Comedy-Show gehen. Ich glaube, irgendeinen Vorteil hast du durch die... Trennst du den Müll? Habt ihr auch eine deutsche WhatsApp-Gruppe? Ich bin in einer WhatsApp-Gruppe gelandet von deutschen Nachbarn. Ich habe so Angst vor denen. Ey, ihr wisst nicht, wie schlimm das ist. Ich habe Angst um mein Leben. Jedes Mal, wenn passiert, ich bin die einzige Ausländerin im Haus. Ich denke immer, ich habe was gemacht, wirklich. Ich habe auch immer alles gemacht, aber egal. Ihre Fehler. Ach, schön, schön. Ja, auch herzlich willkommen die Truppe da hinten mit der schönen Konstellation. Ja, schön, dass ihr hier seid. Sehr schön. Ey. Wo waren die Singles nochmal? Einmal. Sehr gut. Natürlich alle drei, die meine Freunde sind, sind Singles. Ich hänge nur mit Singles ab. Ist so schlimm, weil jeder fragt mich immer, wann ist es bei dir soweit? Wann ist es bei dir soweit? Wann hast du endlich einen Mann? Warum macht man das bei uns Frauen, oder? Immer macht man Druck bei uns Frauen. Wann deine biologische Uhr tickt? Wann ist es bei dir soweit? Hä? Ich gehe ja auch nicht zu einem Mann hin und sage, hey, wann ist es bei dir soweit? Ich glaube, deine Hoden, die laufen bald ab. Oder? Man muss doch Frauen in Ruhe lassen. Und dann wird man immer wieder gefragt, was ist dein Typ, Mann? Ich hasse diese Frage mit Typ, Mann. Ich hasse es, so ist so schlimm, oder? Weißt du, was dein Typ, Mann ist? Nein. Wirklich, es ist so schlimm, es ist so schlimm. Mittlerweile mir alles egal, Hauptsache der atmet. Nein, aber wisst ihr, auf was ich stehe? Männer mit einer eigenen Wohnung, ich kann nicht mehr.
Okay, ich weiß, in Berlin wird schwer. Na, ich stehe so sehr auf Männer mit einer eigenen Wohnung, weil ich habe so schlechte Erfahrungen gemacht mit so krasse Typen, die immer so krasses Auto. Ja, Ahmed, ich weiß, was du hast. Du hast krasses Auto, aber lebst bei der Mutter zu Hause im Kinderzimmer. Oder? Safe, der so, ja, Schwester. Schlimm war das gewesen. In meiner ganzen Jugend nur so Typen wie dich gedatet. Das war so schlimm. Nein, du bist top. Ich liebe dich, aber es war anstrengend. Ich musste in meinem Auto mit denen chillen. Ich habe die über alles geliebt. Das Interessante, was ich mit denen erlebt habe, war immer so an einem Feld gechillt. So Bauernhof, kühl angeguckt, bisschen rumgemacht. War heftig. Deswegen, ich suche meine Männer nicht mehr auf Tinder. Weißt du, wo ich meine Männer suche? Auf Immobilien-Scout. Eine Klatsch hat's auch versucht. Aber wisst ihr, was ich an unserer Generation so schwierig finde? Es klappt nicht so gut mit Männer suchen, weil die Männer, die haben keine Aufmerksamkeit, finde ich. Die sind immer am Handy. Alle Männer sind am Handy. Die gucken sich so gegenseitig an. Da, ihr habt da schlechte Erfahrungen. Nein, es ist schlimm und deswegen habe ich so ein Buch dabei, immer wenn ich aus bin. Ich habe einfach ein Buch dabei, wo jeder Typ auf mich anspringt. Da steht ganz groß drauf, was tun bei Sexsucht. Ihr lacht, es hat so gut geklappt, ich musste entgegensteuern. Mit ein anderes Buch, was tun bei Scheidenpilz? Ja, drei klatschen, ihr könnt drin. Scheidenpilz. Ihr Lieben, habt ihr Bock auf den nächsten Künstler, der jetzt auf die Bühne kommt? Ich finde ihn toll, allein weil er deutsch ist. Ich habe den vorhin mit seinem Deuter-Rucksack gesehen, ich so, wow. Genau, ein Mann für mich. Wenn er noch Taschenlampe auf den Kopf hätte, Comedy Couple Number One. Direkt abchecken. Er ist wirklich ein toller Typ. Kommt aus Hamburg. Pff, hot. Oh, nein, Spaß. Alles gut. Nein, er ist ein toller Comedian. Macht seit einem halben Jahr, glaube ich, Comedy. Nicht lange, aber ist wirklich top. Deswegen ist er auch hier bei uns auf der Bühne. Und deswegen will ich, dass ihr komplett ausrastet. Eskaliert. Für den großartigen, einzigartigen Matthias Ludwig. Dankeschön. Ich freue mich voll, hier zu sein. Ich glaube, das wird richtig witzig. Geht's? Ich habe neulich ein Mädel kennengelernt, die hat das immer gemacht. Bei jedem Satz. Die hat immer diese Anführungszeichen benutzt. Also entweder wusste die nicht, wie das geht, oder die hat sehr aggressiv geflirtet, weil die meinte so zu mir, ich arbeite im Hotel, im Service. Okay. Kann ich da mal übernachten? Ich fand das irgendwie auch ganz charmant. Ich dachte, ich benutze das auch mal. Bin nach Hause zu meiner Freundin. Meine so, hallo Schatz, du bist wunderschön, ich liebe dich. Aber sie ist schlau, sie hat das dann später gegen mich benutzt, als Rache, beim Sex. Sie meinte so, dein Penis ist so hart, dein Penis ist so hart, dein Penis ist so hart. Geht mit jedem Satz, probiert das gerne morgen aus, treibt eure Mitmenschen in den Wahnsinn. Es wird zumindest anzüglich und dann denkt ihr an mich. Apropos, ah, okay. Apropos anzüglich, wer von euch hat schon mal einen Dickpick bekommen? Also nicht von mir, ne? Ganz generell. Eins, zwei. Wahrscheinlich waren es mehr. Ihr habt nur nicht nah genug rangezoomt, um zu merken, dass es ein Dickpick ist. Ein Dickpick. Ich habe jetzt das erste Mal einen Dickpick bekommen. Von einer Frau. Also technisch gesehen war es kein Dickpick, sondern ein Schamlippenschnappschuss. Oder Clitbait könnte man auch sagen. Ich wusste gar nicht, was ich fühlen soll, so als moderner, sensibler Mann. So fühle ich mich geschmeichelt oder belästigt. Weil angeturnt hat es mich nicht, so komplett ohne Kontext. War ich nur so, was lächelt die so zahnlos? Wo sind die Augen? Warum hat sie so viele Mundwinkel? Ich muss noch weitermachen.
Es ist halt auch so gestört, dass wir das Schamlippen nennen einfach, ne? Dass wir das bei der Frau das Geschlechtsteil mit dem Wort Scham verknüpft haben. Nach der Logik müsste der Penis ja Schamnase heißen, ne? Was ein bisschen passt, weil die Nase steckt man in Dinge, die einem nichts angehen. Aber es geht natürlich nicht, weil man sexuelle Belästigung total verharmlosen würde, ne? Wenn ich sage, Herr Müller aus der Rechnungsabteilung hat mir seine Schamnase gezeigt, ist das so, okay, geht es um sexuelle Belästigung oder Karnevalskostüme? Ich finde, der einzig angebrachte Ort für einen Dickpick ist, keine Ahnung, vielleicht könnte Panini auch so Sammelalben wieder rausbringen, Dickpick Edition, kannst du die tauschen, die du doppelt hast. Aber ne, ich finde, der einzig angebrachte Ort ist eigentlich so das letzte Bild auf deinem Tinder-Profil. Wie so ein Amazon-Produktbild. Wenn du kein Interesse hast, siehst du es gar nicht, wirst nicht belästigt. Und wenn du Interesse hast, kannst du so die Details auschecken. Passt das bei mir rein? Vielleicht gibt es Bewertungen dazu. Ich finde ja sowieso, Tinder sollte sich so diese ganzen Funktionen von Amazon abgucken. So, ne? Bewertung, wäre doch super. Vanessa sah furchtbar aus, hatte keinen Humor, hat aber gelacht, als sie meinen Penis gesehen hat. Ein Stern, Qualität stimmt nicht mit den Bildern überein. Kevin hatte sich sehr schick gemacht, aber war kleiner als erwartet. Global und lokal. Küsst gut, aber kommt zu schnell. Okay für einen Dienstagabend, 3 Sterne. Leute, die Sex mit Kevin hatten, hatten auch Sex mit Michael. % Discount, wenn du Kevin und Michael zusammennimmst. Ich meine, ich bin nicht schwul, aber der Deal ist so gut, ey. Ich vermisse manchmal die 90er. Ihr seid in der falschen Show, glaube ich. Ich trete nachher noch woanders auf. Ich vermisse manchmal die 90er, so diese ganze Ära vor Dickpics, vor Online-Dating, vor dem Internet. Das hatte damals so eine andere Unschuld, so eine andere Magie irgendwie, so, weißt du? Ich weiß nicht, die alt genug sind. Wenn man sich damals in der Schule verliebt hat, wie aufregend das war. Ja, dann sitzt du so zu Hause, denkst den ganzen Tag an dieses eine Mädchen und du kannst ja auch nicht einfach TikTok aufmachen und ihr neuestes Twerk-Video gucken. Du musst sie dir dann vorstellen, im Kopf, beim Twerken natürlich. Und dann am nächsten Tag gehst du in die Schule und das ist so eine emotionale Achterbahn. Neulich haben wir uns beim Flaschendrehen geküsst. Hat das was bedeutet? Redet sie heute mit mir? Ich bin so ein bisschen ein Außenseiter. Aber vielleicht fragt sie was wegen den Hausaufgaben. Ich bin ganz gut in Mathe. Außerdem bin ich hier Klassenlehrer. Schöne Erinnerung. Ich bin ja zum Glück durch mit dem ganzen Thema Dating, Partnersuche. Ich habe eine Freundin. Ich bin mit meiner Freundin seit 5 Jahren zusammen. Ja, sie mit mir seit 4. Und wir wollen jetzt Kinder, auch weil der Doktor meinte, wir können keine Hunde bekommen. Und ich freue mich da voll drauf. Aber ich habe auch ein bisschen Respekt davor, ne? Ich glaube, meine größte Angst vorm Vaterwerden ist, dass mein Kind später so ein richtig dummes Hobby hat und ich dann jedes Wochenende zugucken muss. Weil ich habe sowas gelesen von so, ne, gesehen im Fernsehen, von so Kindern, die mit ihren Hasen Hindernislaufwettbewerbe machen. Ich weiß nicht, wie sich bedingungslose Liebe anfühlt. Aber ich kann auf keinen Fall jedes Wochenende zu so einem Hasen-Hindernislauf-Wettbewerb und dann auch so tun, als wäre ich stolz. Ey. Nee. Da müsste man sich irgendwas einfallen lassen. Ich habe was gelesen über rituelle Kinderopferungen. Ich sage nicht, dass ich das machen will. Ich sage nur, ich habe recherchiert. Vor 500 Jahren in Peru, an einem einzigen Tag, wurden 500 Kinder geopfert. Vor 500 Jahren, an einem Tag, 142 Kinder. Furchtbare Zahl. Ich meine, nur ein kompletter Psychopath würde 142 Kinder opfern, statt 150. Also, ich sage nicht, dass das moralisch besser wäre, aber wenn du daran glaubst, dann wirst du deinem Gott ja schon eine runde Summe anbieten, ne? 50, 100, 150. Aber du machst doch nicht so 141, 142.
Leute, ich glaube, das bringt nichts. Regnet immer noch nicht. Komm, schick die anderen 8 nach Hause. Die Wissenschaftler in dem Artikel meinten auch, sie glauben, dass die Opferungen sehr systematisch stattfanden. Wo ich so dachte, so, ja, ach nee, also wenn du an einem Tag 142 Kinder opfern willst, da brauchst du ein System. In den letzten 500 Jahren haben wir die rituellen Menschenopfer deutlich zurückgefahren. Die Klimathematik ist eher schlimmer geworden. Das soll keine politische Agenda sein, ne? KfK, Kinder fürs Klima. Ich sag nicht, das ist die Lösung. Ich sage nur, wir haben sehr viele Kinder, aber wir haben eben nur einen Planeten. Ich bin Matthias Ludwig, das war's von mir. Vielen Dank. Applaus für den großartigen Matthias Ludwig! Cola auf Nacken! Guck mal, der Mann steht direkt auf, gut erzogen, toller Typ. Die Cola ist für euch auf meinen Nacken. Ihr Lieben, ich würde sagen, ihr seid heiß, oder? Für den letzten Künstler des heutigen Abends. Er ist der Headliner. Habt ihr Bock? Sehr gut. Er ist erste Sahne, einer meiner Lieblings-Newcomer. Der ist wirklich auf dem Weg nach oben. Ein ganz, ganz toller Typ. Deswegen mach Riesenlärm für den großartigen Toni Bauer. Ey, was geht ab, Berlin? Ey, Wahnsinn. Wahnsinn, ihr kennt mich doch noch gar nicht. Ey, klasse Anmoderation von Neger. Wirklich, ich freue mich sehr über die Anmoderation. Bisschen hochgestapelt, wirklich ein bisschen hochgestapelt. Na? Ich bin nur Toni, okay? Ich bin nur Toni. Ich freue mich über den schönen Empfang. Vergesst nicht, ich bin nur Toni. Ich finde, ihr drei, ihr habt ja richtig Spaß. Also, Wahnsinn. Ja, ich muss sagen, ey, wunderschönes Publikum hier. Wirklich wunderschönes Publikum hier. Besonders hier vorne, wunderschönes Publikum. Und ich sag das so einfach, weil da, wo ich herkomme, da ist niemand wunderschön. Wirklich. Ich komme aus Duisburg-Marxloh. Da haben die Leute einen Zahn. Danke. Dankeschön. Aber den putzen die den ganzen Tag. Ehrlich, Duisburg-Marxloh. Duisburg-Marxloh. Kennt ihr Duisburg-Marxloh? Ja. Woher bloß, wa? Oder? Für alle unter euch, die Duisburg magst du nicht kennen, ist ein bisschen so wie so ein Gulliloch mit Brautmodengeschäft. Ne? Also, Duisburg magst du so assi, wenn du da geboren wirst, hast du sofort 60.000 Euro Schulden. 60.000 Euro. Weil deine Mutter in deinem Namen jeden Kredit unterschreibt. Ich kenne Babys, die haben Handyverträge, Leute. Aber nicht durch die Mutter, sondern durch Arbeitsamt als Maßnahme, damit die von Anfang an erreichbar sind. So ist das bei uns. Duisburg-Marxloh. Wirklich. Duisburg-Marxloh ist ein bisschen so wie der Rallye-Streifen in der Unterhose der Gesellschaft. Das ist, echt. Bei uns, wir haben nicht mal richtige Schulen. Bei uns heißt Schule Jugendvollzugsanstalt. Das ist, meine Schule hat sich dadurch ausgezeichnet, wir hatten eine Raucherecke in der dritten Klasse. Wenn du bei uns nicht drehen konntest, du warst sofort versetzungsgefährdet. So weit war's. Wir waren die einzige Schule in ganz NRW, wo Lehrer Drittklässler nach Kippen gefragt haben.
Kippen kein Problem, aber die Assis haben Feuer nie zurückgegeben. Das ist der Wahnsinn. Aber ich spüre eure Gedanken, Besonders hier vorne, ich spüre deine Gedanken. Du fragst dich, zu Recht fragst du dich, was macht dieses Kindermodel mit seinem For You Scout Rucksack hier auf der Bühne? Und das einfach erklärt, ich habe Kurzdarmsyndrom, ich habe keinen Dünndarm mehr, ich bin quasi chronisch krank und schwerbehindert. Auch wenn man mir das Ganze nicht ansieht. Und ihr müsst euch vorstellen, so ein Dünndarm ist 4 Meter lang. Und weil der jetzt weg ist, bin ich 4 Meter zu klein. Und der Dünndarm entzieht dem Körper die Nährstoffe. Und deshalb macht bei mir Essen keinen Sinn mehr. Und deshalb läuft die Nährstoffaufnahme so ein bisschen anders bei mir. Wisst ihr, ihr müsst euch vorstellen, in meinem For You Scout Rucksack, darin ist so eine Aldi-Tüte, okay? Und die ist gefüllt mit Flüssigkeit. Und die Flüssigkeit, die läuft jeden Abend in meinen Körper und ernährt mich. Und das, was ihr seht, das ist mein, nun ja, das ist mein langer Schlauch. Und den bezeichne ich selber gern als Schlauch des Lebens. Und aus meiner Brust, da guckt so ein kleiner Schlauch und der sieht aus wie so ein Mittelfinger. Und das ist der Schlauch der Empfängnis. Und jeden Abend treffen sich Schlauch des Lebens und Schlauch der Empfängnis und berufen mich in den Rat der Ältesten. Dann bin ich Vorstand der Gefickten. Wirklich. Gott hat mich gefickt. Gott hat mich so hart gefickt, selbst die Duisburger Organmafia hat keinen Bock mehr auf mich. Halit, Murat, Jamal. Der nicht, Bruder, der nicht. Da war schon einer. Aber Berlin, macht euch keine Sorgen. Mein Leben ist der Wahnsinn. Wirklich, mein Leben ist der... Stellt euch mal vor, ich wäre in den USA geboren und müsste meine Medizin selber zahlen. Da wäre ich verschuldeter als jedes Baby in Duisburg-Marxloh. Und deshalb möchte ich, dass ihr wisst, 50% eurer Krankenkassenbeiträge. Danke, danke. Aber dafür werde ich beim Verstecken spielen immer als Erster gefunden. Nur mein Vater, den findet keiner. Spaß, Leute, Spaß. Der ist Zigaretten holen. So viel ist passiert. So viel ist passiert, Berlin, wirklich. Ich war blind, ich war gelähmt, ich war 2-mal im Koma. Und die Leute, die fragen mich komischerweise immer, Toni, erzähl mal, wie war Koma so? Als wäre Koma so eine karibische Insel. Koma ist scheiße, Koma ist hart. Ich weiß noch, wie meine Mama mir mein Handy gegeben hat, als ich wach geworden bin. Schreib zurück. Hab ich geguckt, hatte ich 1500 Nachrichten von meinem besten Kumpel Hassan. 1500 Nachrichten. Und um euch Hassan ein bisschen zu erklären, Hassan schreibt sich selber gerne mit Z, aus ästhetischen Gründen. Ihr merkt, der hat die Schule beendet, anders als ich. Hassan ist so ein byzantinischer Kanake. Wisst ihr, Hassan ist aus anderem Holz geschnitzt. Wirklich, Hassan ist aus Elfenbein. Alle anderen Türken, die ich kenne, sind aus Shisha-Kohle. Hassan ist der Hugh Hefner aus Duisburg, magst du. Nur anstatt Bademantel und Lustgrotte hat der Zahnlücke und Kreditschulden. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn du mit Hassan unterwegs bist, dann geht er immer zu den Frauen und lässt sich die E-Mail-Adressen geben. Letztes Mal habe ich den gefragt, Hassan, warum lässt er von den Frauen eigentlich immer die E-Mail-Adressen geben? Guckt er mich an, sagt er zu mir. Bruder, du musst Fuck sein, du musst Fuck sein. Guck, wenn ich den ganzen Tag an meinem Handy schreibe, denkt meine Freundin, ich würde die betrügen, Bruder. Aber wenn ich den ganzen Tag E-Mail schreibe, dann denkt die, ich mal Business. Könnt ihr euch vorstellen, wenn der Typ euch schreibt, während ihr im Koma seid, was der euch für Nachrichten hinterlässt? Erste Nachricht, die er geschrieben hat. Bruder, wie geht's? Kommst du raus? Hast du Lust auf Kino? Im Hintergrund Kinoplakat fotografiert, 7 Leben. Auf einmal ist Hassan Deutscher geworden. Er schreibt mir so, Bruder, nix von gut, aber du schuldest mir noch 6,99. Mit Inflation jetzt 8,64 €. Wenn deine Mutter liebt, schreib's zurück. Hurensohn. Habe ich zurückgerufen, direkt klargestellt. Hassan, Bruder, wie geht's dir? 8 Monate habe ich nichts von dir gehört. Er so, Wallah, Bruder, schreib mir nicht mehr. Du bist ein Bastard. Deine Eltern sind Zwillinge. Nein, Drillinge, weil du aussiehst wie ein Hund. Bruder, chill doch, chill. Ich war im Koma, Bruder. Wallah, du warst Koma, Bruder? Ja, Bruder. Sag Wallah, du warst Koma. Wallah, ich war Koma. Tschüss. Warum sagst du nicht Bescheid? Hassan, Alter. Hassan. Hassan ist ein ganz cool. Ist mein ältester Freund tatsächlich. Wir haben viele Meilensteine zusammen erlebt. Ich weiß noch, als er mich angerufen hat, als er 18 geworden ist, habe ich angerufen, hat er gesagt, Toni, meine Freundin will endlich mit mir intim werden. Ich sag Glückwunsch. Sagt er, jetzt muss ich mir erstmal eine neue suchen.
Ich sag, wieso das denn? Sagt er zu mir, ja, stell mal vor, ich kann nichts am Laken, dann macht die Schluss mit mir. Sag ich, ist doch Quatsch, bin ich ihn besuchen gegangen und ihr müsst wissen, Hassan wohnt direkt überm Fahrradkeller, ja? Und seine Mutter macht mir die Tür auf und wir sitzen gemeinsam in der Küche und ich rede mit seiner Mutter und auf einmal hört sich an, als würde einer applaudieren. Seine Mutter guckt mich an, sagt, Toni, was ist das? Ich sag, das sind die Ratten. Sagt die, nein, wir müssen nur runter im Fahrradkeller gucken gehen. Und als guter Freund gehst du ja vor. Ich gehe vor und ich guck dann und ich sehe Hassan. Einfach nur so ein Arsch. Der sich so die ganze Zeit hin und zurück bewegt. Und auf einmal kommt seine Mutter hinter mir und Hassan drückt so eine Silhouette hinten ins Dunkle. Und Hassans Mutter stellt Hassan zur Rede und guckt ihn an und sagt, Hassan, ich weiß genau, was du hier tust. Und der so, nein, Mama, du weißt nicht. Doch, ich weiß genau, was du hier tust. Nein, Mama, du weißt nicht. Doch, du rauchst. Ja. Das war der Beginn von Hassans Raucherkarriere. Aber Hassan und ich, Hassan hat mich auch begleitet viel. Ich weiß nur, als ich 15 Jahre alt war, war ich zum ersten Mal in der Uniklinik Essen, da ist Hassan mitgekommen. Ganz komische Klinik gewesen, wirklich. Ich bin im Wartezimmer, die rufen auf, einmal Toni Bauer bitte, alle verwundert. Ich selber auch, ich würde auch lieber Dos Santos heißen. Und dann bin ich dann in diesem Behandlungszimmer und dann, ich bin zum ersten Mal da, 15 Jahre alt, was denkst du, was die machen? Vielleicht ein bisschen Sauerstoffsättigung, vielleicht Blutentnahme, so Kleinigkeiten. Und dann Auftritt Frau Arnoldi. Oh Leute, Frau Arnoldi. Boah, Frau Arnoldi war so ein Geschoss, da hat Gott einmal Maß genommen und hat die einfach so aus Marmor geschlagen. Die war wunderschön, wirklich. Und ich sag das so einfach, weil bei uns in Duisburg, Marx, du gibst keine wunderschönen Menschen. Da gibt's immer nur die mit den drei Augen und zu kurzen Armen. Ihr müsst die sehen. Und Frau Arnoldi guckt mich an und sagt zu mir, Hose runter. Und ich sag, Frau Arnoldi, ist doch gar kein Problem. Die läuft nochmal an mir vorbei, guckt mich an und sagt zu mir, Unterhose auch. Ich guck sie an, ich sag, Frau Arnoldi, warum muss ich denn hier heute Hose und Unterhose ausziehen? Guckt ihr mich an, sagt, ich muss ja gucken, wie du dich entwickelst. Hier, Mama, mal kurz, stopp. Ihr Männer, ihr wart alle mal 15 Jahre alt, oder? Wart in der Schule, habt ein Referat gehalten in Jogginghose, weiß nicht, Aufstieg des Römischen Reiches, steht da ungünstig, was passiert? Kriegst du so ein Torpedo in der Hose. Ist er. Und Frau Arnoldi hält auf einmal meinen kleinen Pendejo. Wie so ein Hotdog im Hotdogbrötchen. Guck mich an, ich guck die an, die sieht zum ersten Mal, wie so ein Dunkelhäutiger rot werden kann. In der Zeit ist meine kleine Enchilada immer noch in mir ein Hotdogbrötchen. Und der Teil wird immer länger und länger und länger und länger und länger und länger und länger. Spaß. Meiner ist klein, aber dafür ist der dünn, ne? Also. Und Frau Arnoldi guckt mich an, ich guck Frau Arnoldi an. Unsere Blicke treffen uns und dann war ich mit 15 Jahren auch keine Jungfrau mehr. Habe ich Frau Arnoldi weggebuttert. Nein, Spaß. Danach habe ich Frau Arnoldi nie wieder gesehen. War ich in Duisburg-Marxloh beim Arzt, bei Dr. Reinhold. Der hat komischerweise jede Woche geguckt, ob ich mich entwickle. Katholisches Krankenhaus, ey, was denkt ihr denn? Ja, Leute, so ist es, so ist es. Aber das Schlimmste ist, ich bin 26 Jahre alt und ich wohne bei meinen Großeltern. Hat jemand Bock zu adoptieren? Irgendeiner? Du bist dabei? Ihr beide? Ihr habt Bock auf mich? Krass. Damit hätte ich nicht gerechnet, Leute, ehrlich. Ich bin super Mitbewohner, wirklich. Ich bin super. Ich bin wie Cinderella. Ich kann nähen, abspülen, ab und zu fliegt eine Taube durchs Dach und will mit mir tanzen. Aber kriegt ihr gar nicht mit. Kriegt ihr gar nicht mit. Nein, Quatsch, wirklich. Meine Großeltern sind super. Meine Großeltern, die sind wirklich, die sind Wahnsinn. Die sind das Salz der Erde. Das sind die besten Menschen der Welt. Nur nicht für mich. Also. Nein, Leute, wirklich, die haben mir alles beigebracht, was ich weiß. Die haben mir beigebracht, man kann 15 Jahre verheiratet sein und man muss sich nicht lieben. Also. Ihr lacht wirklich. Seit ich die kenne, die reden, die haben noch nie Zärtlichkeiten ausgetauscht. Meine Oma hat das Wohnzimmer, mein Opa hat die Küche und ich habe gar kein Zimmer. Aber. Ja, meine Oma sind die Dursleys, ich bin Harry Potter, nur anstatt mit Schlangen zu reden, kann ich mit Kanaken reden. Das ist der einzige Unterschied. Aber so eine Frage in die Runde, so eine Frage. Euer Opa, lässt er auch immer Tür auf, wenn er kacken geht? Und hat ständig das falsche Timing für so einen Furz und versucht damit so einen Huster zu übertünchen? Was ist das denn? Ehrlich. Letzte Woche habe ich in Hamburg gespielt, ich höre nur. Ich dachte mir, Wahnsinn, endlich rasiert meine Oma sich den Damenbart. Wisst ihr, was ich meine? Ich gucke im Badezimmer, ist da mein Opa, rasiert sich ordentlich die Koteletten. Ich guck nochmal, hat der meinen Rasierer in der Hand? Ich sag, Opa, das ist mein Rasierer. Guckt er mich an, sagt er zu mir. Der Teil hat super Klingen, Junge. Ich sag, Opa, den benutze ich nicht für mein Gesicht. Sagt er zu mir, jetzt habe ich angefangen, jetzt kann ich auch Ende machen. Wisst ihr? Rasiert sich zu Ende und küsst meine Oma auf den Mund. Ih, Alter.
Und ich würde mich gern verabschieden mit den Worten meines Lieblingsphilosophen. Nein, ich muss, ich habe keine Zeit mehr. Ich würde mich gern verabschieden mit den Worten meines Lieblingsphilosophen, meines Opas. Und der sagt immer zu mir, Toni, wir sehen uns in alter Frische oder mit einer frischen Alten. Peace, danke euch. Riesenapplaus für den großartigen Toni Bauer. Dein Applaus. Comedy Studio, ich habe schlechte Nachrichten. Es war der letzte Künstler und es endet leider an dieser Stelle. Aber wie hat euch diese Show heute gefallen? So schön. Ihr wart ein sensationelles Publikum. Ich würde jetzt alle Künstler nochmal auf die Bühne holen und wir machen nochmal richtig Lärm. Macht nochmal Lärm für alle Künstler, die heute Abend da waren. Ben Schafmeister. Aileen Ince. Serdar Karilik. Alex Wolf. Rina. Matthias Ludwig. Und Toni Bauer. Und Comedy Studio, wir machen noch ein gemeinsames Video. Wie hat euch die heutige Show gefallen? Comedy Studio Berlin. Danke, dass ihr hier wart. Und ein Riesenapplaus für eure Moderatorin, Negabi!